Leute, wir sind hier auch direkt in GTA 5 angekommen und ihr seht schon, ich befinde mich hier gerade direkt auf dem Weg zur ersten Bank. Ihr seht sie, die befindet sich nämlich direkt hier vorne. Ich habe natürlich auch schon die ein oder anderen Waffen parat, um das Ganze hier gleich auszurauben, weil ihr wisst, Leute, wir bekommen natürlich Geld, wenn wir das Ganze hier erfolgreich ausrauben. Aber natürlich wird auch zur selben Zeit hier die Polizei alarmiert. Das heißt, wir schlagen gar nicht lang rum, sondern wir holen uns hier direkt eine Waffe und starten den allerersten Überfall. Los geht's, Leute. Es gibt hier überall Überwachungskameras. Die werden wir erstmal ausschalten. Und wir haben auch direkt die ersten 3 Sterne bekommen. Warte mal, da sind noch 2. Weg damit, Junge. Hier oben in der Ecke ist auch noch eine. Weg mit dir, Junge. Jetzt müssen wir nur noch hier diese Frau da bedrohen, damit die uns hinten den Safe aufmacht. Ja, beeil dich ein bisschen. Ich brauch Geld, Junge. Hier, ein bisschen schneller machen, bevor ich ungemütlich werde. Weil, Leute, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die Polizei gleich da ist. So, okay. Aber Leute, ihr seht, er hat die Tür aufgemacht. So, die machst du auch noch auf und dann seht ihr schon, liegt da direkt das Geld. Das tüten wir ein, denn mit dem können wir dann das erste Rampenauto kaufen. Ich würde sagen, komm alles rein da. Ihr seht unten rechts, wir sind aktuell bei 120, 150, 170, 210.000. Junge, wie viel Geld liegt hier rum, Leute? Ihr seht, ganze 430.000 haben wir eingetütet. Ich würde sagen, Leute, mit dem Geld kaufen wir uns direkt das erste Rampenauto. Das heißt, Leute, ich würde sagen, wir zählen jetzt schnell bis 3 und dann kaufen wir uns das erste Rampenauto. 1, 2, 3. Wow, Leute, es hat funktioniert. Ihr seht aber unten rechts, das Geld ist alle. Aber wir steigen hier direkt ins erste Rampenauto ein. Und ihr seht, es hat einfach wirklich so eine Rampe vorne. Aber ihr seht auch, dass die Polizei schon da ist. Aber die können wir einfach zur Seite rammen, Junge. Oh mein Gott. Ey, okay, Leute, ihr seht, wir haben hier das erste Rampenauto. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht besonders groß. Aber deswegen craten wir ja auch ab. Aber Leute, ich muss sagen, für so ein kleines Rampenauto hier, Junge, hat das ganz schön Bums auf jeden Fall. Können wir auch diesen Truck hier wegrammen? Okay, den Truck nicht, aber Polizisten können wir auf jeden Fall damit wegrammen. Jetzt müssen wir nur noch die Polizei irgendwie loswerden, Leute. Weil ich sage euch ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt hier gleich in den Knast zu kommen. Weil eins kann ich euch versprechen, diese Upgrades werden noch viel, viel heftiger. Also dieses Auto hier ist wirklich gerade mal der Anfang. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal drum kümmern, dass wir hier entkommen. Bruder, die haben mittlerweile G-Klassen. Aber ich meine, das ist kein Problem. Wir rammen die jetzt hier einfach alle weg. Hier, weg mit euch, Junge. Zack, runter mit dir. Oh mein Gott, haust rein. Und er auch. Aber okay, ich kümmere mich jetzt drum, dass ich die Polizei hier loswerde. Und dann würde ich sagen, rauben wir auch direkt die nächste Bank aus. Weil ich sage euch ehrlich, ich will hier direkt das nächste Upgrade, Junge. So, komm schon, lass mich rein, lass mich rein. Okay, schnell, schnell, schnell. Beiseite. Oh mein Gott. Junge, das Rampenauto, guckt euch das an, Leute, hier. Zack. Oh, by the way, ihr seht, die Polizei ist weg. Bedeutet, wir können jetzt hier eigentlich direkt zur nächsten Bank fahren, um das Rampenauto hier direkt abzugraden. Das heißt, wir gucken einmal ganz kurz auf der Karte. Wo befindet sich noch eine coole Bank, die wir ausrauben können? Ich glaube, wir machen die hier oben, weil die ist so ein bisschen irgendwo um nirgendwo. Da sollten hoffentlich nicht ganz so viele Cops auftauchen. Das heißt, wir fahren eben schnell hier hoch. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt das nächste Upgrade. Okay, wir sind oben im Sandy-Schuss-Gebiet angekommen. Und ihr seht, hier ist direkt die nächste Bank. Das heißt, wir rauben die schnell aus. Und dann können wir hier hoffentlich direkt zum nächsten Rampenauto upgraden. Das heißt, wir machen einen kurzen Prozess. Einmal den Überfall starten. Ja, komm schon, raus mit dir. Machen wir die Tür auf, Junge. Ja, komm, beweg dich mal. Ich brauche mein Geld, Junge. So, zack, zack, zack. Auf damit. Ey, das macht so Spaß, hier so eine Bank auszurauben. So, Kollege, danke. Aber die brauche ich nicht mehr. Weg mit dir. Vielleicht ist das Gold ja ein bisschen mehr wert diesmal. Wir brauchen ja auch ein krasseres Upgrade. Und ich glaube, es sieht gut aus. Wir sind mal 320. Oh, Leute. Ich glaube, wir haben mehr als vorher. Ihr seht, wir haben damit 672.000 gemacht. Und da würde ich sagen, Freunde, craten wir ab in 3, 2, 1 und bam, Leute. Wir haben abgecradet. Ihr seht, das Geld ist alle. Aber was haben wir hier bekommen? Guck mal, der hat diesmal sogar nicht so eine Ramme vorne, sondern was ist das? So ein Schredder oder was? Laber nicht. Ihr seht, Polizei ist auch direkt wieder da. Aber Leute, der hat einfach so einen Schredder. Okay, das muss ich jetzt ausprobieren. Meint ihr, wir können Leute einfach so wegschreddern? Wartet mal. Ey, Junge, stehen bleiben. Oh mein Gott, ich habe einfach die Stoßstange abgesägt damit. Digga, das ist geisteskrank. Okay, wartet, ich schau mal, ob wir damit auch Menschen wegsägen können. Und oh mein Gott.
Gott! Wir haben ihn einfach weggeschreddert. Wie krass ist das denn? Bro, okay, das nächste Rampenauto scheint ziemlich krass zu sein. Ich meine, es hat nicht mal eine Rampe, sondern einfach so ein Schredder, Leute. Wobei, unten ist so eine kleine Ramme auf jeden Fall noch dran. Also, das Auto hier ist wirklich geisteskrank. Ihr seht, die machen hier wieder Straßensperre mit der G-Klasse, aber das hält mich nicht auf. Wir schreddern die einfach weg, Junge. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir müssen hier wieder ein bisschen durchziehen mit dem Rampenauto, weil das war noch lange nicht alles. Glaubt mir, es kommen noch viel, viel krassere Upgrades. Oh mein Gott. Bro, diese Rampenautos sind so krass hier. Guckt euch das an. Bro, wir können einfach durch so G-Klassen durchfahren. Okay, kurzes Update. Ich habe nur noch einen Stern und er blinkt. Also es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, hier die Cops gerade abzuhängen mit dem Auto. Wie gesagt, Gleisleuchte sind Meter. Einfach auf den Gleisen abhauen. Ich tue einfach so, als wäre ich eine Lokomotive. Checkt ihr? Und jetzt parken wir einfach hinter der Scheune hier. Ich glaube, hier sollte mich niemand sehen. Also hoffe ich mal. So. Ja, so einfach geht's. Ihr seht, wir haben alle Fahndungslevel weg, Leute. Bedeutet, wir können eigentlich hier dem Traktor erstmal einen Platten machen. Hier, zack, Schredder, Schredder, weg mit dir. So, das heißt, wir können eigentlich direkt mal auf der Karte schauen, wo sich noch eine Bank befindet. Die haben wir gerade ausgeraubt. Ich guck mal. Ah, ich glaube tatsächlich als nächstes, die Upgrades werden ja auch immer teurer. Ey, Freunde, ich sage euch ehrlich, ich glaube, wir fahren mal hier zur Mainbank hin. Hier ist ja die richtig, richtig große Bank. Aber wir brauchen langsam ein bisschen mehr Cash. Weil das nächste Upgrade wird auf jeden Fall ein bisschen teurer. Das heißt, wir fahren jetzt einmal zur Central Bank, also zur Main Bank, und gucken mal, ob wir die ausrauben können. Okay, wir sind jetzt hier in der Stadt angekommen. Ihr seht, hier ist die Main Bank. Ich würde sagen, wir parken das Auto mal einfach hier so davor. Und dann gucken wir mal, ob wir hier die Main Bank ausrauben können. Weil wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Cash. Wir gucken erstmal. Wir müssen erstmal hier den taktischen Hasen machen. Und erstmal gucken, ob hier überhaupt Leute sind. Warte mal, hier ist niemand. Lol, haben die geschlossen oder was? Das ist eigentlich perfekt, weil wenn niemand da ist, können wir hier auch eigentlich super einfach die Bank ausrauben. Das heißt, wir gehen einfach mal hier rein. Ey, ich glaube, die haben irgendwie Mittagspause oder so. Ey, ich würde sagen, wir machen ganz kurz einen Prozess. Und zwar ballern wir einfach die Tür auf. Bam! Und ihr seht, wir haben direkt zwei Sterne, aber egal. Ihr seht, hier ist die Main Bank. Das heißt, wir holen hier einmal unsere Haftbomben raus. Die befestigen wir hier einmal und zack. Ey, das wird so ein krasser Raub. Ich sage euch ehrlich, Junge, das wird so einen Knall geben hier. Oh mein Gott, ey, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Zack. Eins, zwei, drei und Feuer. Sieh's auf. Okay, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Und ihr seht's auch, wir haben einfach 5 Sterne dadurch bekommen. Aber okay, wir sammeln den Koffer ein und ihr seht, wir haben 1 Million dafür bekommen. Das ist halt geisteskrank viel. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob die Cops noch da sind, weil ihr seht, aktuell blinken die Sterne. Aber, oh, oh, oh mein Gott, Bro, wie viele Cops hier unten waren. Oh mein Gott, und Bruder, wie viele Polizisten sind hier, Junge, weg mit euch. Leute, wir brauchen schon das nächste Upgrade. 1, 2, 3 und bam, Leute. Es hat funktioniert. Schaut mal, wir haben hier einfach als nächstes den Ramp-Buggy bekommen. Oh mein Gott, und wir müssen hier auch direkt durchziehen, weil ihr seht, es sind so viele Cops einfach mittlerweile am Start. Ich meine, eben hatten wir auch immer nur 3 Sterne. Jetzt haben wir direkt 5. Aber ihr seht, Bruder, der Ramp-Buggy sieht zwar vielleicht nicht so krass aus, aber glaubt mir, der hat es auch auf jeden Fall in sich. Ich meine, das ist wie so eine Sprungschanze. Wir können damit einfach wirklich durch jedes Auto durchfahren. Ich würde sagen, ich zeige euch das hier direkt mal. Bro, das Auto ist so krass. Aber egal, Leute. Wir müssen jetzt trotzdem probieren, hier zack, die Cops abzuhängen. Das heißt, wo verstecken wir uns am besten? Weil ich will ehrlich gesagt nicht ins Gefängnis. Die Upgrades werden jetzt immer krasser und krasser. Ey, ich mache jetzt einen ganz bösen Move. Passt auf. Wir machen hier einfach eine ekelhafte Drehung, Leute. Und machen den Nyung. Tschüss. Ja, was wollt ihr machen? Guckt euch das an. Wisst ihr was? Wir verstecken uns einfach hier rechts. Ich glaube nicht, dass die Cops hier hinkommen. Und so wie es aussieht, hat es funktioniert. Leute, wir haben 5 Sterne easy peasy abgehangen. Hier mit dem Ramp Buggy. Also wirklich ein unnormal nices Rampenauto. Ich finde das so, so geil. Okay, wir sind da, Leute. Hier vorne befindet sich der Juwelier in GTA 5. Und ich glaube, hier gibt es auch ordentlich Cash zu holen. Ich meine, hier gibt es so viele Diamantenringe,
Diamanten-Ohrringe, Diamantenketten, Diamantenuhren. Also wenn wir hier alles mitgehen lassen, müssten wir locker, ich weiß nicht, so 2 bis 3 Millionen eintüten. Deswegen würde ich sagen, die sind gerade alle beschäftigt. Das nutzen wir aus. Ich würde sagen, wir stürmen hier jetzt einfach rein und ballern alles auf. Zack! Zack, 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 Leute. Oh nein, ihr seht, der Alarm ist angegangen. Aber wir schießen hier alle Cases auf. Zack, zack, zack. Hier, ihr seht auch, wir haben wieder direkt 5 Sterne. Aber egal, Leute. Wir sammeln hier die ganzen Sachen ein. Einmal hier. Ey, wir müssen hier wirklich alles mitgehen lassen. Komm schon, eintüten. Ringe, Ohrringe, Ketten. Alles, was hier ist, einfach alles einstecken. Komm schon, beeil dich. Ihr seht auch oben rechts, wir haben schon 628, 699, 823.000. Bruder, wie schnell geht das? Ey, wir können hier so viel Geld mitnehmen lassen. Wir haben schon 1,2 Millionen gerade. Bro, die letzten Ringe eintüten. Wir haben jetzt 1,7 Millionen. Ich würde sagen, das sollte reichen fürs nächste Upgrade. Beiseite. Ich muss zum Auto. Ich muss zum Auto, Junge. Geht weg. Okay, wir müssen jetzt hier den taktischen Jump machen, Freunde. Zack. Bam, bam, aus dem Liegen, Junge. Leute, richtig auf. 007 angelehnt. So, okay, wir haben kurz Luft. Ich würde sagen, Leute, Upgrade in 3, 2, 1. Boom, Freunde. Upgrade ist da. Und Bro, was ist das denn? Egal, wir fahren erstmal weg. Ihr seht, wir können auch direkt Bänke alles zur Seite ravieren. Junge, zur Seite, Junge. Bro, wie krass werden die Upgrades auf einmal. Das ist einfach so ein voll gepanzerter Van mit so einer Ramme vorn. Können wir damit auch Autos so richtig krass wegrammen? Oh! Oha! Warte mal, wie krass ist die Ramme? Ja, okay. Das Teil ist einfach direkt komplett overpowered. Bro! Bro, ihr seht es, wir können einfach alles komplett zur Seite rammen. Digga, guckt mal, wie weit die Autos wegfliegen. Die explodieren einfach teilweise. Das fliegt einfach bis nach Amerika. Perfekt. Auf Wiedersehen. Leute, keine Ahnung, was wir hier für ein Auto haben. Aber ich sag, diese Rappenautos sind so extrem geil. Aber ich meine, für das Geld, was wir dafür gerade ausgegeben haben, sollte das auch eigentlich so sein. Deswegen würde ich sagen, rammen wir jetzt einfach alles zur Seite und gucken, dass wir hier die 5 Sterne abhängen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bis jetzt euer Lieblingsrampenauto ist. Aber ich muss sagen, allein vom Damage her ist das hier halt am krassesten... Bruder, wo fliegt das Auto hin? Habt ihr es gesehen? Das fliegt einfach zum Mond. Aber okay, ich würde sagen, wir hängen jetzt die Cops ab. Und dann fahren wir eigentlich auch direkt zur nächsten Bank. Weil, wie gesagt, die Upgrades werden noch krasser. Wir werden hier noch krassere Rampenautos mit der Zeit bekommen. Und bisher funktioniert es auch eigentlich ganz gut. Ihr seht, wir haben nur noch 3 Sterne übrig. Wir sollten hier aber keine Unfälle bauen. Wisst ihr was? Wir fahren einfach jetzt mal hier durch die Wüste durch. Ich glaube, da sollten wir die ein oder anderen Cops mit abhängen. Okay, wir sind angekommen. Ihr seht, die ist hier wirklich mitten in der Stadt. Ich würde sagen, wir parken hier jetzt einfach mal das Rampenauto. Ich will auch gar nicht wissen, was sich diese ganzen Leute hier denken, wenn man mit so einem Auto angefahren kommt. Aber egal, ich würde sagen, wir rennen hier jetzt zur Bank und starten hier direkt den nächsten Überfall, Junge. Let's go! Ihr seht, wir haben den Überfall gestartet. Ihr könnt euch direkt alle mal hier zur Seite machen. Bam, 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 bam. Es darf keine Zeugen geben, Leute. Und ihr seht, die sind gerade auf 5 hochgegangen. Liegt, glaube ich, daran, dass die Bank hier besonders viel Geld hat, weil die, wie gesagt, halt wirklich mittig hier von der Stadt ist. Aber wie immer müssen wir erstmal schnell die Kameras ausschalten. Bam, 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 bam. So, immer weiterlauf. Weiter, weiter. Beeil dich, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich meine, wir brauchen eigentlich direkt das nächste Rampenauto. Es macht so Spaß, mit diesen Autos zu fahren. Oh, da liegt das Geld, da liegt das Geld. Ja, danke schön. Jetzt mach dich ab, Junge. Ich glaube, nur das letzte Mal war das Gold mehr. Deswegen würde ich sagen, tüten wir. Wobei, eigentlich, es sieht so aus, als wäre mehr Geld da als Gold. Ey, Leute, wir wechseln uns ab. Wir tüten jetzt wieder Cash ein. Vielleicht haben wir Glück. Und es ist diesmal hier mehr Cash als Gold da. Okay, oh, er sieht nicht so gut aus. 100. Oh, warte mal. Hallo. Okay, ich sage euch ehrlich, er sieht nicht so gut aus. 400? Was? 430.000 nur? Können wir das Gold noch mitnehmen? Wir können das Gold auch noch eintüten, Leute. Stimmt. Wir nehmen Cash und Gold mit. Oh, Leute, jetzt sieht's gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Das heißt, ich würde sagen, wir stürmen einmal raus. So, ihr seht, es sind ja auch schon echt viele Cops da. Wir ballern die einfach alle zur Seite. Die können mir gar nichts machen. Durchweg, Junge. Bam, 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 bam. Es wird Zeit für das nächste Upgrade, weil wir können hier nicht mehr lange bleiben. Das sind so viele Cops. Junge, mach dich weg, Junge. Das heißt, ich würde sagen, wir craten schnell ab. Let's go. Okay, seid ihr bereit? Wir craten ab in 3, 2, 1 und bam, Leute. Wir haben abgecratet und Bro, was ist das denn? Das ist an sich wie das Auto gerade eben nur 10-mal größer. Okay, wartet mal. Wir fahren hier schnell zur Seite und ihr seht, Digga, das Teil kann auch wieder
Oh mein Gott. Das Teil kann auch wieder alles zur Seite rammen. Ich meine, Bro, das ist mittlerweile so ein ganzer LKW. Und ich glaube, mit dem können wir wirklich einfach durch alles durchfahren. Digga, was ist das hier? Zur Seite. Oh mein Gott, Bro, der arme Motorradfahrer. Aber ihr seht, die Rampenautos werden, wie gesagt, wirklich immer krasser. Auf so eine Straßensperre bringt nichts. Wir fahren einfach durch. Guckt euch das an. Was ist das für ein krankes Rampenauto, Junge? Ihr seht, die Autos fliegen wirklich gefühlt hunderte Meter davon. Wir haben ja auch hier vorne wirklich so einen richtig fetten Rambock schon fast dran, kann man sagen. Aber ihr seht, wir haben hier wieder 5 Sterne, die wir entkommen müssen, ne? Das heißt, wir versuchen, die Polizisten zur Seite zu rammen und irgendwie zu entkommen. Weil, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ein Upgrade gibt's noch. Ich glaube aber, das letzte Upgrade wird wirklich nochmal richtig gottlos. Deswegen würde ich sagen, rammen wir einfach alles zur Seite, was uns im Weg steht. Aber ich muss sagen, es geht fast nicht mehr krasser. Ich meine, Leute, das Teil hier ist ja wirklich schon geisteskrank. Ich meine, ihr seht, wie krass wir hier alles wegrammen können. Die Autos haben wirklich gar keine Chance mehr. Ihr seht's. Die explodieren teilweise sogar einfach, weil wir die so krass wegrammen. Okay, wir müssen doch jetzt ehrlich gucken, dass wir uns irgendwie in Sicherheit bringen. Weil ich sag ehrlich, die Cops sind wirklich gerade echt arg am Start hier. Aber Hausterei mal besser, ja? Also ich meine, wir haben zwar nur noch 2 Sterne. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach einen Abgang nach unten. Oh nein, wir hängen fest. Oh, das war nicht so gut. Oh, dreh dich schneller. Okay, nur noch 1 Stern. Es sieht gut aus. Ich glaube, meine Taktik funktioniert. Ey, jetzt müssen die echt noch hierher gefahren kommen. Wisst ihr was? Wir machen einfach Vollgas. Jung, zur Seite. Oh mein Gott. Junge, ich habe die Polizisten vergessen ein bisschen, dass ich hier ein riesiges Rampenauto habe, Junge. So, und so wie es aussieht, sind wir alle Sterne los, Leute. Also entweder haben die Rückzug gemacht, weil die gecheckt haben, dass sie mich hier sowieso nicht aus dem Auto rausbekommen, weil das einfach so fett gepanzert ist. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall, wir sind die Polizei los. Das heißt, wir suchen jetzt direkt die letzte Bank, die wir ausrauben können, weil ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf das letzte Rampen-Upgrade hier. Das heißt, wir schauen mal, welche Bank haben wir noch nicht ausgeraubt? Ich glaube, die hier oben, oder? Nee, warte mal. Also ich bin mir auf jeden Fall zu 100% sicher, dass wir die hier noch nicht ausgeraubt haben. Die ist sogar auch relativ mittig in der Stadt. Deswegen würde ich sagen, cruise mir da jetzt schnell hin hier mit unserem riesen Panzer gefühlt. Und da würde ich sagen, wird es Zeit für das letzte Upgrade. Okay, ihr seht es, Freunde. Die letzte Bank ist wirklich einfach mal komplett mitten in der Stadt. Aber das sollte eigentlich auch heißen, dass es hier viel Geld zu holen gibt. Ich meine, das brauchen wir jetzt auch für das letzte Rampenauto. Okay, da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang. Wir machen kurz einen Prozess und zwar holen wir die Waffe raus und schalten erstmal Augenzeug aus. Bah! Holen wir die Opa. Und jetzt würde ich sagen, starten wir den Überfall. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Das heißt, rein in die Bank. Kameras ausschalten. Zack. So, da oben ist noch eine. Die haben wir auch. Dann die 2. Zack, zack, zack. Und die letzte einmal hier drin oben in der Ecke. Ihr wisst, mittlerweile kennen wir uns hier aus. So, jetzt holen wir hier den Ladenbesitzer einmal. Komm, du weißt, wie der Hase läuft. Mach die Tür auf. Ich will mein Geld haben. Ich muss das letzte Auto upgraden, Junge. Hier, bei dich. So, du kannst ruhig ein bisschen schneller machen. Ich habe keine Lust, im Knast zu landen wegen dir, Junge. Digga, ey, ich sage euch ehrlich, es ist so krass, Freunde, wie viele Upgrades wir schon gemacht haben. Und ich meine, das Upgrade jetzt sollte doch mal alles übertreffen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir es schaffen, zu entkommen. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das nächste Auto sein wird. Und ich hoffe jetzt mal, dass er die Tür aufmacht. Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, aus die Maus, Junge. Okay, Leute. Und dann, ihr hört, LSPD ist da. Wir müssen uns beeilen, Junge. Packt das Geld ein. Zack, zack, zack. Ey, Leute, ich glaube, hier ist richtig viel Cash da. Oder auch nicht. Digga, das sind ja alles nur 10.000er Batzen. Junge! Also, die haben zwar viel Cash hier, aber das sind, glaube ich, alles nur so 20er Scheine oder so. Mann, Bruder, du musst ein bisschen schneller eintüten. Die Polizei ist schon da. Okay, also von dem Kasten hier haben wir 370... 400k, das ist nicht so gut. Ich hoffe, das reicht für das letzte Upgrade, Leute. Wir haben ja hier auch noch Geld, was wir eintüten können. Ich würde sagen, alles rein in die Tasche. Boah, das sind schon dickere Batzen hier. Ihr seht, eine halbe Mille Hammer. 600k haben wir auch. Ja, komm, einfach alles rein. Na, du machst es gut, Frank. Denn einfach alles reinschieben hier. Zack. 830.000 ist not bad, Leute. Die Frage ist nur, reicht es für das nächste Upgrade? Aber hier sind zu viele Cops. Aus die Maus. Bam. Zack, zack, zack. Digga, ich glaube, wir müssen wieder den 007-Sprung machen. Zack. Und aus dem liegen. Bam, bam.
weg mit euch, Junge. Oh mein Gott. Junge, ich fühle mich einmal wie James Bond, wenn ich das mache. So, jetzt würde ich aber sagen, Leute, seid ihr bereit für das letzte Upgrade? Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da und abonniert. Wir graden ab. 3, 2, 1. Wow! Digga, was ist das für ein Upgrade? Niemals. Leute, wir haben einfach... Oh mein Gott. Wir haben einfach mal so einen richtig krassen Ram-Truck bekommen. Mit so einem richtigen Bolzen vorne. Und ihr seht, die Autos fliegen Kilometer weit weg. Und er ist auch übertrieben schnell. Guckt euch das an, wie schnell der ist. Hier, Digga. Die Autos, Bruder, die können gar nichts machen. Also das Auto fliegt gefühlt wirklich bis zum Mond, Leute. Digga, hättet ihr gedacht, dass das letzte Upgrade einfach so ein krasser Ram-Truck ist, ne? Auch wieder hier schön in der blauen Farbe. Und ihr seht, er ist geisteskrank schnell und er rammt wirklich alles bis zum Mond. Also ihr seht, die anderen Autos haben ja alles mehr oder weniger so ein bisschen weggerammt. Und das letzte Upgrade hier, also der Ram-Truck, der rammt wirklich alles gefühlt bis zum Mond. Also ihr seht, wir fahren hier einmal ganz kurz gegen ein Auto und die fliegen wirklich bis zum Mond. Also wirklich mit Abstand das krasseste Rampenauto aller Zeiten, ne? Ich meine, der hat hier einfach nochmal so Spezialtuning. Ihr seht, wir können wirklich durch alles durchfahren. Es gibt nichts, was uns auffällt. Hier auch diese Straßensperren hier. Ihr seht, die Autos fliegen einfach weg. Für diesen Ram-Truck sind diese Autos so wie für uns Ameisen, müsst ihr euch vorstellen. Also wir haben zwar 5 Sterne, aber an sich sind wir hier einfach so unsterblich drin. Also ihr seht, wir können einfach fahren und uns passiert nichts. Wir sterben nicht. Kein Auto kann uns stoppen. Einfach nichts kann uns aufhalten. In diesem fetten Truck hier. Ey, es macht so Spaß. Wenn ihr diesen Ram Truck genauso sehr feiert wie ich, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Bro. Bro, es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Aber ich würde sagen, zum Ende des Videos, Leute, hänge ich hier natürlich nochmal auf ganz entspannt Cops ab. Auch wenn die mir an sich sowieso nichts machen können, weil ich sowieso einfach durch sie durchfahre. Bruder, hier. Njung, ab zum Mond mit dir, Kollege. So, ihr seht, Leute, ich mache gerade ein bisschen die Abhängerbasis. Nur noch 2 Sterne am Blinken, ne? Ah, nur hier kommen wir nicht lang, weil wir setzen auf mit der Ramme. Das ist nicht so gut. Junge, wir müssen doch jetzt wenigstens die Cops noch abhängen, weil dann können wir das Auto auch aufgereckt behalten und müssen nicht in den Knast. Das heißt, wir gammeln uns einfach jetzt hier irgendwo rein. Anja, es fällt auf, wenn wir hier einfach drunter parken. Wir verstecken uns einfach hier drunter. Das ist voll die... Digga, das ist voll der Five-Head-Move, weil ihr seht, wir haben alle Cops abgehangen. Und ihr seht schon, ich befinde mich hier gerade auf einer richtig merkwürdigen Plattform. Und zwar seht ihr es schon, hier beginnt einfach direkt mal das erste Schlagloch. Und das Ding ist, das geht einfach mal bis dahinter und die werden immer größer und größer. An der Stelle gehen auch Grüße raus an meinen Bro Einizock. Der hat mir nämlich hier die Map zur Verfügung gestellt. Der hat die Challenge nämlich auch schon gemacht, deswegen checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Aber jetzt würde ich sagen, bevor wir anfangen, muss ich euch jetzt erstmal hier die Autos zeigen, denn ihr seht, wir haben eine Menge Autos. Und es sind diesmal sehr merkwürdige Autos. Ihr könnt es schon sehen. Wir haben zum Beispiel einfach mal einen Gefängnisbus oder so ein Kettenfahrzeug. Dann haben wir hier einfach mal einen Fahrrad oder auch einfach mal einen XXXXL Pickup, der einfach gefühlt 10-mal so groß ist wie ich. Und wir werden jetzt gleich schauen, welches Fahrzeug von denen hier am weitesten kommt. Ihr könnt nämlich da hinten diesen großen Turm sehen. Das ist nämlich fast das Ziel. Das heißt, wir müssen bis dahin kommen und das ist ein ganzes Stück. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt mit Stufe 1 an, Leute. Und zwar ist das jetzt hier einfach mal das Fahrrad. Ich habe echt keine Ahnung, wie weit wir damit kommen werden. Ich meine, das erste Schlagloch hier sollten wir eigentlich problemlos schaffen. Das ist wirklich winzig. Meint ihr, ich soll da mal probieren, so reinzurutschen? Ich weiß gar nicht, ob wir hier reinpassen. Es sieht irgendwie nicht so aus. Nee, ich glaube, wir passen hier nicht rein, oder? Oder vielleicht doch, Leute? Oh nein, wartet mal. Oh mein Gott, ist das gruselig. Oh Mann, da kickt die Platzangst richtig rein, Leute. Ich bin einfach in das Schlagloch reingerutscht und ich rutsche jetzt hier richtig tief runter. Leute, lasst an der Stelle alle mal ein Like da, wenn ihr auch Platzangst habt, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das ein bisschen gruselig, wenn wir hier einfach so runterrutschen. Okay, und deshalb, Leute, begeben wir uns lieber schnell raus aus dem Schlagloch, weil das ist ja eigentlich auch nicht die Challenge, da reinzufallen, sondern wir müssen drüber fahren. Okay, komm, los geht's, Leute. Ihr seht das erste Schlagloch.
komplett easy. Aber warum ist das zweite schon so groß auf einmal? Okay, ich glaube, hier brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. Wir können ja auch springen mit dem Fahrrad. Und easy, Leute. Also, ihr habt gesehen, das zweite war auch noch ganz okay. Aber das dritte ist schon übertrieben groß, Leute. Und das Ding ist, es gibt zwar Checkpoints, aber der erste Checkpoint ist erst ganz da hinten. Ne? Bedeutet, solange wir hier in ein Schlagloch reinfallen, müssen wir immer wieder von vorn beginnen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt ganz viel Anlauf und schauen. Oh mein Gott, wie gut ist das BMX, Leute. Wir haben das dritte Schlagloch direkt geschafft. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt ein bisschen Anlauf und schauen, dass wir hier direkt das vierte Schlagloch schaffen. Und Sprung, Leute. Oh nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Wir haben es nicht geschafft. Nein! Ihr habt gesehen, bis zum vierten Schlagloch haben wir es geschafft. Aber das Fahrrad müssen wir jetzt leider hier lassen. Ihr seht, das geht auch schon unter. Bedeutet, für uns geht es zurück an den Anfang. Und wir müssen jetzt hier direkt das nächste Fahrzeug nehmen. Und ich würde sagen, dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier diesen BMW, Leute. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob der besser ist als das Fahrrad. Weil der BMW kann halt nicht springen, Leute. Wir gucken mal. Ihr seht, das erste Schlagloch. Easy peasy. Zweite. Das Schlagloch kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, jetzt brauchen wir schon ein bisschen mehr Anlauf hier. 3, 2, 1 und schaffen wir das dritte Schlagloch. Oh Mann, okay. Das dritte haben wir auch gerade noch so geschafft, Leute. So, jetzt geht's zum vierten. Da haben wir ja eben mit dem Fahrrad verkackt. Deswegen schauen wir mal, ob der BMW es jetzt hier drüber schafft. Und nein, nein, nein. Ey, komm schon. Wir müssen uns irgendwie rausretten. Nein. Oh mein Gott, Leute. Das gibt's nicht. Ihr habt gesehen, auch der BMW hat beim vierten Schlagloch aufgegeben. Das heißt, auf Wiedersehen. BMW. Ey, der geht jetzt hier einfach im Wasser unter. Bedeutet, wir sind schon wieder direkt bei den Fahrzeugen. Und ich muss ein bisschen mehr aufpassen, weil ich meine, sobald alle Fahrzeuge weg sind, ist das Video direkt zu Ende. Bedeutet, wir müssen jetzt ein bisschen schlauer wählen. Wir nehmen als nächstes jetzt einfach hier dieses bunte Fahrzeug, weil das hat 6 Reifen und ist übertrieben lang. Und ihr wisst, bei so Schlaglöchern ist es wichtig, dass Fahrzeuge lang sind, weil dann können die Schlaglöcher auch ruhig ein bisschen größer sein. Deswegen würde ich sagen, Leute, schauen wir jetzt, dass wir wenigstens das vierte Schlagloch hinter uns bringen. Okay, erstes Schlagloch, zweites Schlagloch, drittes Schlagloch. Komm, mit Schwung jetzt aber. Oh, nein. Oh mein Gott. Nein, wir hängen. Ey, nein. Er kippt, Leute. Wir haben es eigentlich fast geschafft, aber wir hängen fest. Meint ihr, wir können uns noch irgendwie retten? Ey, komm schon. Okay, wartet. Ich versuche mich jetzt hier irgendwie zu drehen. Ey, komm, wir haben es doch so gut wie geschafft. Daran kann es jetzt nicht scheitern, Leute. Das wäre richtig ehrenlos. Okay, warte, wir machen Trick 18. Und zwar, oh nein. Okay, doch, kein Trick 18. Wir kippen immer weiter runter. Macht irgendwas, Leute. Wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee. Lasst einfach auf Ehre jetzt alle nochmal ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Weil vielleicht kommt denn der GTA-Gott und hilft uns. Ja, also alle liken jetzt. Wow! Oh mein Gott. Leute, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ihr habt es gesehen. Ja, eigentlich würde ich sowieso zählen lassen, weil ich meine, wir haben es ja eigentlich geschafft. Aber dank eurer Hilfe haben wir es jetzt wirklich geschafft. Also wir haben das vierte Schlagloch hinter uns gebracht. Aber wir haben immer noch keinen Checkpoint. Das heißt, es geht jetzt an das fünfte Schlagloch. Und Bruder, guckt euch mal an, wie tief das hier runtergeht und wie groß das ist. Also das ist ungefähr doppelt so lang wie das Fahrzeug hier. Das heißt, ich würde sagen, wir holen jetzt hier nochmal richtig Schwung. In der Hoffnung, dass wir es schaffen, Leute. Leute, und Vollgas, drückt uns die Daumen und... Oh nein, es war so klar, es war so klar. Nein, komm schon, nein, oh Mann. Ja, das heißt auf Wiedersehen, Truck. Oh Mann, er geht einfach unter. Bedeutet, wir sind wieder oben angekommen und müssen direkt das nächste Fahrzeug nehmen. Oh Mann, wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrzeuge übrig, Leute. Und wir haben noch nicht mal das fünfte Schlagloch geschafft. Und das Ding ist, wir haben ja nicht mal einen Checkpoint gehabt, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoffen, dass das Motorrad uns rettet. Das BMX war ja gut, also muss das Motorrad eigentlich doppelt so gut sein. Wir können ja auch so ein Wheelie machen, boah. Und wir können vielleicht in einem Schlagloch so ein Wallride machen, Leute, mit so einem Motorrad. Das heißt, ich würde sagen, erstes Schlagloch easy. Zweites Schlagloch auch noch easy. Komm, mit Schwung direkt das dritte. Okay, wir haben uns noch so hochgezogen. Bedeutet, wir holen hier jetzt nochmal Anlauf für das vierte Schlagloch, Leute. Okay, Leute, warte, wir machen noch eine Runde für extra Speed. Und jetzt los geht's. Komm, mit Wheelie hochziehen und... Hust dich hoch. Hust dich hoch. Komm.
komm schon. Ey, er hängt. Oh, oh mein Gott, Bro, wie knapp war das? Habt ihr gesehen, wie wir so auf der Kante waren und uns noch so hochgezogen haben? Digga, das war so close. Bedeutet, Schlagloch Nummer 6 steht an. Und Bruder, wie fett ist dieses Schlagloch? Das ist einfach mal größer als alles auf diesem Planeten hier. Das heißt, wir müssen das mit Bedacht machen, Freunde. Meint ihr, ich schaffe so ein Wallride zu machen, also so an der Wand entlang zu fahren? Das wäre richtig krass. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Motorrädern geht. Ich glaube nur mit Autos. Wir können es aber trotzdem versuchen. Ne? Das heißt, wir geben wieder Gas und fahren los in 3, 2, 1 und Action, Leute. Okay, wir versuchen den Wallride zu machen. Komm, komm. So, jetzt in die Wand greifen. Oh nein, nein, wir hatten's. Nein, wir hatten's. Nein, oh mein Gott, nein, 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 nein. Das heißt, Leute, das nächste Fahrzeug ist weg und wir müssen wieder von vorne anfangen. Wir müssen jetzt wirklich ein schlaues Fahrzeug wählen. Sollen wir vielleicht mal eins von den beiden hier probieren? Die sehen zwar eigentlich voll langweilig aus, aber vielleicht haben die ja irgendwelche Special-Fähigkeiten, ne? Ey, wisst ihr was, Leute? Ich nehme jetzt hier einfach das Gelbe. Auch wenn es langweilig aussieht, das muss ja irgendwas drauf haben, oder? Okay, also, ich glaube, es fährt auf jeden Fall schon mal schnell, was an sich gut ist. Und wir können damit einfach Raketen schießen. Keine Ahnung, für was uns das helfen soll. Aber ich würde sagen, wir fahren los, Leute. Erstes, zweites, drittes Schlagloch. Deshalb, ich sag euch, auch das vierte wird hier richtig easy und... Warte mal, wo kommt das denn jetzt her? Wir haben einfach einen Fallschirm aufgemacht. Okay, anscheinend kann das Teil springen und auch noch einen Fallschirm aufmachen. Ja, okay, das bedeutet ja auch, dass das fünfte jetzt hier easy wird. Kommt, Leute. Und zack, einfach drüber geflogen. Let's go. Ich sag euch, Leute, das Fahrzeug hier wird Rekorde brechen. Damit werden wir uns auch endlich den ersten Checkpoint holen. Ihr seht nämlich da hinten schon so eine kleine Fahne. Das ist der erste Checkpoint. Bedeutet, Leute, wir geben Gas. Und spring! Fallschirm aufmachen! Nein, nein! Ey, Bro! 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 Oh, komm schon, fang dich! Ja, Leute, ich hab's! Wir wallriden! Komm schon, fahr raus! Jetzt ganz langsam nicht ins Wasser reinfallen! Oh nein, es wird immer tiefer! Fahr hoch! Fahr hoch! Gut machst du das! Oh mein Gott, Leute, wir fahren einfach an der Wand entlang! Aber wir müssen mehr Gas geben! Komm schon, jetzt mit Vollspeed! Mit Vollspeed! Und... komm schon, spring! Fallschirm aufmachen! Jetzt nicht runterfallen! Und... wir haben es geschafft, Freunde. Lasst alle ein Abo da für diesen unnormal heftigen Stunt. Digga, checkt ihr das? Ich bin gerade einfach da drin in der Wand so hochgefahren. Geisteskrank. Und das bedeutet, wir können endlich den ersten Checkpoint einsammeln. Bedeutet, ab sofort müssen wir nicht immer alle Schlaglöcher von vorn machen, sondern wir spawnen immer direkt hier. Sollten wir aber dennoch reinfallen, ist das Fahrzeug weg. Das heißt, wir gucken jetzt direkt mal, was hier beim nächsten Schlagloch auf uns wartet. Und Bro, warte mal. Was ist das denn? Okay, das ist ein bisschen groß, Leute. Ein bisschen sehr groß. Das ist gefühlt das größte Schlagloch, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und direkt Frage Nummer 2. Was ist das hier? Willst du mir sagen, ich muss da so... Bro! Soll ich da jetzt so drüber laufen oder was? Ey, nee. Aber was ist denn, wenn ich da jetzt reinfall? Ist dann mein Fahrzeug weg? Weil das geht ja nicht. Ich habe ja kein Fahrzeug. Ey, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt quasi hier reinfall, die Challenge direkt vorbei ist. Das wäre nicht so cool, Leute. Ey, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir uns irgendwie hier so drüber balancieren. Hier geht's einfach so weit nach unten, ne? Aber egal, Freunde, wir gucken einfach... Okay, warte mal, warum ist da auf einmal Blut? Ey, das macht mir ein bisschen Angst gerade. Aber egal, Leute. Wir ignorieren das Blut, wir gehen einfach weiter. Ganz langsam. Ey, wir dürfen nicht nach unten gucken, sonst kriege ich hier noch Höhenangst. Lauf weiter. Lauf schneller. Egal, mach einfach irgendwas. Ey, warte mal. Das hört auf. Ey, warte mal. Hallo. Warum sind hier keine... Bruder, das war gerade echt knapp, ja. Hier, was ist das? Leute. Ey, nee. Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich da runterspringen soll. Das ist unmöglich. Der Jump geht nicht. Leute, die wollen uns hier reinlegen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Und zwar... springen! Never ever haben wir das geschafft. Bro, wir sind von da oben bis hier hingesprungen. Hey... richtig Glück gehabt. Ich würde sagen, wir rennen jetzt hier direkt zum nächsten Checkpoint, Freunde. Damit wir hier erstmal wieder gesaved sind. Und zack, Leute. Wir haben den nächsten Checkpoint. Und ihr seht, ich habe keine Ahnung, was das da vorne ist. Aber ihr seht es schon. Da vorne ist, glaube ich, schon so eine kleine Mini-Rampe. Wenn ich das richtig sehe, ist das nächste Schlagloch einfach direkt mal viel, viel größer.
Ich meinte ja, die Schlaglöcher werden immer größer, Freunde. Und wir sind jetzt hier mittlerweile schon bei den Großen angekommen. Ich meine, ihr seht, Digga, was ist das für ein Schlagloch hier? Bruder, das ist das größte Schlagloch aller Zeiten. Und die werden noch größer. Das heißt, ich würde sagen, wir holen das nächste Auto, Leute, und dann let's go. So, Freunde, wir sind hier wieder angekommen. Und ich bin mir ein bisschen unsicher, welches Fahrzeug wir nehmen sollen. Wir haben noch einen Panzer, dann so ein 6x6, irgend so ein Raketenauto, Kettenfahrzeug. Ey, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen einfach auf lustig hier diesen Gefängnisbus, weil der ist so lang. Ich glaube, damit sollten wir vielleicht sogar eine Chance haben. Egal, wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, wir dürfen ja jetzt hier an den Schlaglöchern vorbeifahren, weil wir diesen Checkpoint haben. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir vorne beim Riesenschlagloch angekommen sind. Okay, Leute, wir sind hier beim Riesenschlagloch angekommen. Und ich hoffe echt, dass der Bus das hier schafft, weil wir haben nur diese kleine Rampe und dafür dieses Riesenschlagloch. Und es kann sein, dass der Bus aufsetzt. Ich glaube, es war doch keine so schlaue Wahl, mit einem Bus über so eine Rampe zu springen. Perfekt. Aber na gut, ich würde sagen, wir probieren es aus. Der Bus hat auf jeden Fall ein illegales Tuning, so wie es aussieht. Aber okay, lass uns nicht viel labern. Wir holen Schwung und springen über die Rampe. Bitte, 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 bitte. Ey, nee, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ey, komm schon. Digga, das gibt's nicht, Freunde. Ihr seht, das war's mit dem Bus. Okay, wir sind wieder angekommen. Und ja, ich hätte mir das denken müssen, dass das nicht klappt mit so einem Riesenbus. Bedeutet, Leute, ich setze jetzt hier alles auf dieses Kettenfahrzeug. Weil das sieht irgendwie cool aus. Also frag mich nicht, warum, aber ich feiere so, oha, so Kettenfahrzeuge. So, okay, Leute, wir sind wieder bei der Rampe angekommen. Ich würde sagen, wir geben jetzt hier Fullspeed. Drückt mir die Daumen, dass das Kettenfahrzeug es jetzt hier drüber schafft. Kommt schon. 3, 2, 1 und bitte nicht aufsetzen. Bitte nicht aufsetzen. Bruder, willst du mir sagen, es ist so tief, dass wir... Ey, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, Bruder. Komm schon. Ich darf hier jetzt nicht zwei Fahrzeuge an einem Schlagloch versenken. Wir holen mal nicht ganz so viel Schwung. Vielleicht können wir ja wieder so ein Wallride machen, Freunde. Oh. Bruder, wir kommen ja nicht mal annähernd drüber. Ey, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Mann. Okay, das war echt dumm von mir. Das bedeutet, wir haben hier gerade zwei Fahrzeuge einfach verschenkt. Einfach so. Und wir haben nur noch vier übrig. Ey, Mann, wir müssen das doch schaffen. Leute, ich muss jetzt hier zum Raketenfahrzeug greifen. In der Hoffnung, dass das hier kein Fake-Auto ist und es wirklich Raketen hat, weil sonst sind wir geliefert. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal geisteskrank schnell. Ja, es ist aber auch wieder sehr flach. Aber hat es denn wenigstens Raketen? 3, 2, 1 und... Es hat Raketenantrieb, Leute. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, kann es auch springen? Oh, oh mein Gott, es kann einfach auch springen, Leute. Ich glaube, wir haben hier gerade einen Glücksgriff gemacht. Ey, ich laber jetzt gar nicht lang drum rum, Leute. Das wird jetzt hier ein easy Jump. Alle aufgepasst mit dem Raketenfahrzeug. Du, Max, gib Gas. Wir warten kurz ab. Wir dürfen nämlich nicht aufsetzen. Jetzt einmal hier Gas geben und... Easy peasy, Bro. Okay, bitte jetzt nicht kaputt gehen. Ich brauche dich noch, Bro. Nicht kaputt gehen. Oh nein, wir haben uns überschlagen. Ich hoffe, es fährt noch. Aber ja, es fährt noch, Leute. Und an der Stelle sammeln wir hier direkt einmal... Oh nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. An der Stelle sammeln wir direkt den nächsten Checkpoint ein. Das heißt, wir sind erstmal wieder gesaved, Freunde. Das Ding ist jetzt nur, ich weiß nicht, wo ist denn das nächste Schlagloch? Ich glaube, hier vorne irgendwie... Warte mal, was ist das denn? Digga, ist irgendeine Mega-Rampe und... Was zum Ball ist in der Welt? Ist das denn? Das ist ein mega super duper XXL-Schlagloch. Und so wie es aussieht, müssen wir damit über diese Mega-Rampe hier fahren. Und ich weiß gar nicht, wie kommen wir da hoch, Freunde? Ich glaube, wir müssen da drüben hoch sogar. Aber ich denke, mit dem Raketenfahrzeug hier sollten wir das schaffen. Aber Bruder, Digga, wie weit geht denn das jetzt hier nach oben, bitteschön? Das heißt, Leute, wir fahren hier jetzt einmal auf entspannt hoch. So, easy. Und jetzt geht's einmal hier ganz nach oben. Ich würde sagen, wir machen hier Nitro. Weil ihr seht, es geht hier einfach übel weit nach oben. Keine Ahnung, was hier auf uns wartet. Aber ihr seht, wir sind geisteskrank weit oben. Und da hinten ist sogar noch ein größeres Schlagloch, wo auch wieder irgendeine krasse Challenge auf uns wartet. Das ist der Endboss, Freunde. Aber gönnt euch mal, wie cool das aussieht. Wir haben jetzt hier schon diese ganzen Schlaglöcher hinter uns gebracht. Das heißt, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, lasst spätestens jetzt ein Like da, Leute. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal. Okay, warte mal, hier ist so eine kleine Mini-Rampe. Ich glaube, wir müssen hier nochmal drüber springen. Und... Zack. Und ich glaube, hier beginnt jetzt die nächste Rampe fürs Schlagloch und Bruder. Ey, das Ding ist halt wieder, ich habe Angst, dass wir aufsetzen. Egal, ich würde sagen, wir zählen jetzt bis 3 und dann fahren wir diese Rampe hier runter. Puh. 1, 2 und 3. Los geht's, Leute. Wir ballern hier direkt runter mit unserem Boost. Ey, ich hoffe, wir schaffen das. Bitte, bitte, Raketenfahrzeug. Komm schon, bitte, bitte.
Oh nein. Das sieht verdammt knapp aus, Bro. Lass mich nicht hängen. Hey, lass mich nicht hängen. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Als wenn wir das nicht geschafft haben. Mach's gut, Raketenauto. Ey, Mann, Leute, ich hätte schwören können, mit dem Auto schaffen wir es. Aber, ja, wisst ihr was? Es wird langsam Zeit für den Endboss. Wisst ihr was? Es ist mir jetzt alles egal. Ich nehme jetzt hier diesen Riesen-Pickup, weil der wird's schaffen. Ob ihr mir glaubt oder nicht. Hoffen wir mal, dass er es schafft. Aber ihr seht hier zum Beispiel die ersten Schlaglöcher. Hier, das ist halt alles gar kein Problem für ihn. Deswegen hoffen wir mal, dass er auch das letzte Schlagloch schafft, Freunde. Ich weiß, ihr vertraut nicht, aber ihr müsst vertrauen. Der Pickup wird es schaffen, Freunde. Mit Fullspeed. So, ihr seht, er gibt alles, Leute. Der Pickup gibt alles. Und... Ey, Mann, du hast doch jetzt nicht wirklich aufgesetzt, Junge. Du hast die größten Reifen aller Zeiten, ne? Okay, komm, letzter Versuch, Freunde. Und... Warte, was war das? Habt ihr es gerade gesehen? Ich wusste, irgendwas muss damit sein. Wer fährt denn freiwillig damit? Leute, der hat einfach heimlich Nitro eingebaut. Ihr seht das. Ey, das könnte echt bedeuten, dass wir es schaffen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ganz langsam drauf zufahren, dass wir nicht aufsetzen, ne? Und dann müssen wir in der Luft Nitro boosten, Freunde. Okay, ganz langsam. Nicht aufsetzen. Bruder, wie kannst du denn jetzt schon aufsetzen, ey? So, komm jetzt mit extra Power. Oh Mann, fahr. Diese komischen Teile unten bremsen ihn. Naja, das ist mir zu doof, Leute. Wisst ihr was? Ich weiß, es klingt riskant und ja, das ist es auch. Aber wir versuchen einfach ein Wallride. Oh, komm schon. Oh, oh nein, ich glaube, es geht nach hinten los. Nein! Bruder, wie schnell geht er nach unten? Bruder, er sinkt schneller als alles andere. Ja, okay, das Teil war ein Schuss in den Ofen. Ja, Leute, okay, langsam sieht's eng aus. Ich weiß, wir haben nur noch... zwei Fahrzeuge, einen Panzer und ein 6x6. Digga, aber guck mal, der Panzer ist vorne übelst hoch. Damit könnte es vielleicht sein, dass wir am wenigsten aufsetzen, wenn Lumex jetzt richtig gedacht hat. Leute, wir müssten auch mal den großen Fahrzeugen eine Chance geben. Ihr wisst, bei Schlaglöchern sind große Fahrzeuge umso besser. Guckt euch an, wie easy er hier die ganzen... So, okay, wir sind oben auf der Rampe angekommen. So, und ihr seht, guck mal... Der Panzer setzt so gut wie fast nicht auf. Das ist sehr gut. Panzer, du darfst mich jetzt nicht hängen lassen, ja? Okay, Freunde. Gebt dem Panzer alle eine Chance. Ich mache sogar das Drehteil so zur Seite, damit wir damit auch nicht aufsetzen. Und jetzt, Fullspeed, komm schon, Panzer. Panzer, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich weiß es. Hat er vielleicht auch Nitro eingebaut, Leute? So, okay, jetzt nochmal. Ganz langsam. Bitte sag, er hat Nitro. 3, 2, 1, hast du Nitro? Er hat Nitro! Okay, aber es ist schon alle. Wir hatten nur einen kleinen Boost, aber er schafft's. Bro! Bro, das kannst du keinem erzählen, dass wir das mit einem Panzer geschafft haben. Wir haben dieses Riesenschlagloch, Leute, mit einem Panzer überquert. Aber ich habe es euch bewiesen und jetzt würde ich sagen, sammeln wir den letzten Checkpoint ein, Freunde. Beziehungsweise den vorletzten, bevor es hier ins Ziel geht. Denn ihr seht, da vorne wartet das allerletzte Schlagloch auf uns. Und ja, ihr habt es richtig gesehen, das Schlagloch ist wirklich abnormal groß. Also ihr seht, es ist wirklich so groß wie die halbe GTA-Map. Und Digga, was ist das denn? Digga, das ist irgend so ein Mega-Parcours. Wir müssen über eins, zwei... Wir müssen insgesamt über drei Rampen springen. Und die Rampe ist so steil. Ey, Digga, ich glaube, wir haben ein kleines Problem, Leute. Weil es kann sein... Ja, wir setzen... Wobei, wir setzen nicht auf mit dem Panzer. Aber nein, unser Nitro ist halt alle vom Jump gerade eben, Leute. Egal. Wir haben noch ein letztes Fahrzeug sonst übrig. Ihr wisst es, den AMG 6x6. Aber ich würde sagen, bevor wir den hier rausholen, geben wir dem Panzer noch eine letzte Chance. Wir holen hier nochmal ganz viel Anlauf. Und dann schauen wir mal, ob wir das letzte Schlagloch überqueren können mit dem Panzer. Ja, ohne Nitro ist halt echt lahm, Leute. Ey, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Wir drehen mal die Kanone zur Seite. Bitte nicht aufsetzen. Bitte nicht aufsetzen. Och, Bruder, was machst du denn? Nein, Bro. Das ist... Oh mein Gott, Bro. Also, noch mehr kann man echt nicht verkacken. Ja. Bruder, was machst du denn? Leute, er hat sich einfach in die Rampe reingechillt. Ja, da kannst du erstmal chillen, Bro. Wir hängen einfach fest. Perfekt. Aber jetzt nicht rausfahren, ja? Oh, Bro, du springst ins Wasser. Was machst du da? Bedeutet, wir sind wieder hier angekommen und ihr seht, wir haben noch ein letztes Fahrzeug übrig. Und zwar ist das der AMG 6x6. Das Ding ist, ich vertraue in ihm, weil er ist an sich so hoch, dass er eigentlich nicht aufsetzen darf. Also Freunde, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Aber ich glaube, das Ding hier ist tatsächlich unsere Rettung. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum letzten Schlagloch und hoffen mal, dass wir es schaffen, weil wir dürfen jetzt nicht verkacken, Leute. So, dann würde ich sagen, Freunde, driften wir mal cool zur Rampe und schauen uns das mal an. Ihr seht, unser Panzer ist da immer noch am Gammeln. Aber das ist mir sowas von egal. Der AMG
6x6 wird das jetzt hier hinter sich bringen. Und das Ding ist, wir haben nur einen Versuch, Leute. Und wenn wir den verkacken, war's das. Wir müssen halt insgesamt 3x springen. Ey, wisst ihr was? Ich laber jetzt hier gar nicht viel. Wir werden diesen Sprung jetzt First Try machen. Und wir werden den First Try hinbekommen. Passt auf. Wir machen eine leichte Drehung. 10 bis 3. 1, 2, 3. Und dann fahren wir los. Auf die Rampe. Wir dürfen aber auch nicht zu schnell fahren. Das ist ein bisschen Gefühlssache jetzt hier. Sondern wir fahren geschmeidig drüber. Und ich glaube, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Oh, bremsen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste doch, ich kann auf dich zählen hier. AMG 6x6. Jetzt müssen wir ganz kurz spectaten, Freunde. Ihr seht, wir sind gerade mitten hier im Schlagloch. Wie groß das ist, Bruder. Das ist unnormal. Aber ihr seht, da vorne geht's zur nächsten Rampe. Und die ist schon ein bisschen weiter weg. Okay, das heißt, wir nehmen nicht zu viel Schwung. Wir machen das gekonnt. Geben Gas. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, aber schnell abbremsen, abbremsen, abbremsen. Oh mein Gott, Bro. Der Jump war perfekt. Und hier ist jetzt die letzte Rampe. Die ist richtig krass. Und ihr seht, der Jump ist richtig weit und richtig groß. Leute, wenn wir diesen Jump jetzt schaffen, haben wir die heutige Schlagloch-Challenge hinter uns. Let's go, Leute. Okay. Wir haben uns überschlagen. Aber alles gut. Noch ist nichts zu spät, Freunde. Wir sind nicht runtergefallen. Das heißt, wir drehen einfach und machen nochmal. Let's go! Okay, komm. Jetzt ganz viel Schwung. Oh, oh, oh. Bruder. Oh, bitte. Sogar mit Salto, Freunde. Sogar mit Salto. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Wir haben es einfach geschafft, Freunde. Wir haben die Schlagloch-Challenge erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben alle Schlaglöcher geschafft. Und ja, ihr könnt schon sehen, wir starten hier direkt mit dem ersten Motorrad. Ja, okay, ich weiß gar nicht, ob man das Motorrad nennen kann. Ich meine, ihr seht, es ist einfach mal ein Einrad und es fährt ganze 1 km/h. Also ich glaube, es ist wirklich das schnellste Motorrad, in Anführungsstrichen, was man hier in GTA erfahren kann. Und das Problem ist, wir müssen dahinter. Und ja, bevor ihr euch jetzt fragt, was das ist, nein, es ist kein Looping, Freunde. Auch wenn es ein bisschen so aussieht. Nein, das ist einfach mal eine Zukunftsmaschine. Vielleicht könnt ihr es auch schon so ein ganz bisschen hören, weil das Ding ist nämlich, sobald wir da durchfahren, quadet sich unser Motorrad hier einfach mal ab. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier als nächstes bekommen werden, weil ich meine, was noch Langsameres kann es auf jeden Fall nicht geben. Deswegen würde ich sagen, Leute, reden wir nicht viel. Wir fahren jetzt einfach direkt zur Upgrade-Maschine. Ich glaube, wir sehen uns dann wahrscheinlich in 2000 Jahren wieder, Leute. Bis gleich. 2000 Jahre später. Okay, Leute, wir sind jetzt fast über die Rampe drüber gesprungen. Mittlerweile muss ich hier echt strampeln, damit wir hier drüber kommen. Aber ich nehme an, wir werden jetzt bestimmt gleich einen Boost bekommen, Leute. Es ist gleich soweit. Gleich wird das erste Motorrad abgequadet. Wow! Warte mal. Leute, wir haben das erste Upgrade und lol, wartet mal, was ist das denn? Sehe ich das gerade richtig? Digga, das ist nicht wirklich einfach ein Bobbycar, oder? Also ich hätte jetzt eigentlich mit was krasserem gerechnet, aber ich meine, so ein Bobbycar ist eigentlich ganz lustig. Ich meine, ich bin noch nie ein Bobbycar hier in GTA 5 gefahren, Freunde. Aber ihr seht, damit sind wir schon ganzes Stück schneller. Wir fahren jetzt ganze 19 km/h damit. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt direkt mal das erste Experiment mit diesem Bobbycar. Und zwar seht ihr schon da vorne, ich habe da nämlich eine kleine Rampe aufgebaut. Und dazwischen stehen, naja, vielleicht die ein oder anderen Menschen. Aber ich denke, wenn ein so ein Bobbycar auf den Kopf fällt, sollte eigentlich nicht ganz so viel passiert. Also, hoffen wir mal. Deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal, ob wir es schaffen, hier alle 10 Menschen zu überqueren. Oh, das tut mir leid, ich wollte es nicht. Aber die ist wieder aufgestanden. Hm. Jetzt nicht mehr. Also, ihr seht, Leute, wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft, alle Menschen hier zu überqueren mit dem Bobbycar. Dafür ist es leider... Ey, warte mal, blinkt das einfach? Das hat einfach Blinker, das Bobbycar. Wie nice. Aber egal, Freunde, ich würde sagen, es wird jetzt Zeit für das nächste Upgrade, weil das ist immer noch arschlangsam, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, es wird wieder Zeit. Wir nähern uns der Zukunftsmaschine und springen da jetzt erneut durch, in der Hoffnung, dass wir das nächste bessere Motorrad bekommen, Freunde. So, komm, wir rasen jetzt mit 19 km/h zu, in der Hoffnung, dass wir wieder einen kleinen Boost bekommen. Und komm schon. Und wir kriegen den Boost und... Wow! Wow! Warte mal.
Leute, es hat funktioniert. Wir haben das nächste Upgrade. Und endlich, oh mein Gott. Das ist jetzt endlich mal ein richtiges Motorrad. Auch wenn es ein bisschen klein ist. Ich glaube, das ist einfach so ein Kindermotorrad. Ihr wisst schon, so für Jüngere. Aber es fährt, glaube ich, schon viel schneller. Warte, wir gucken mal. Ja, okay, es ist begrenzt bei 45 km/h. Also eigentlich wie so ein normaler Motorroller, Freunde. Hä? Aber übel lustig, guck mal. Ich wusste gar nicht, dass es so Baby-Motorräder hier in GTA 5 gibt. Aber ich denke, vielleicht sollten wir es jetzt mal probieren, die Rampe hier zu überqueren. Beziehungsweise alle 10 Menschen zu überqueren. Und wow! Oh, tut mir leid. Digga, was? Ich habe einfach einen Stern bekommen, Leute. Anscheinend dürfen wir keine Menschen über den Haufen springen. Aber ey, Freunde, ich meine, wir sind noch klein. Wir fahren hier gerade ein Babymotorrad. Also ich meine, die Polizei, die können ja jetzt hier kein Baby abknallen. Also hoffen wir mal. Ey, ich glaube, wir müssen verschwinden. Die Cops kommen echt, Leute. Ihr seht das. Mann, ich wollte doch nur ein bisschen Spaß haben. Darauf noch einen zweiten Sprung. Komm, Freunde. Hier, guckt ihr an, was ich mache. Njung. Oh. Ey, ich war das nicht. Oh nein, ich glaube, wir sollten abhauen, Freunde. Die Polizei, die schießen schon. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, Freunde, wir sind die Polizei los. Also, ich glaube, die räumen da jetzt gerade noch die Leichen weg. Das heißt, solange die da beschäftigt sind, würde ich sagen, springen wir wieder durch die Zukunftsmaschine. Und ich bin echt gespannt, was wir als nächstes für Motorrad bekommen. Und los geht's. Wow. Bro, was? Ist das gerade wirklich das, was ich denke? Nee, warte mal, das kann nicht sein, Leute. Wir heben das mal kurz auf. So, okay, Freunde. Und ja, es ist das nach dem, was es aussieht. Es ist ein Einkaufswagen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was jetzt ein Einkaufswagen mit einem Motorrad zu tun hat, aber... Ja, okay, es ist halt wahrscheinlich so in derselben Kategorie, Leute. Nur ich frage mich jetzt gerade, ist der denn jetzt schneller als dieses kleine Mini-Moped gerade? Also ich meine, wir rollen hier jetzt gerade und wir sind auf jeden Fall jetzt schon bei 55. Ja, wahrscheinlich ist so ein Einkaufswagen einfach schneller als so ein Mini-Moped. Hey, guck mal, wir fahren damit stabile 60 km/h so. Also ich denke, ihr wisst alle, was das bedeutet. Und zwar gibt es einen weiteren Jump auf der Rampe. Ich denke, damit sollten wir es jetzt endlich schaffen, alle Menschen zu überqueren. Passt auf, Freunde, komm. Mit dem Einkaufswagen jetzt hier. Und... Oh mein Gott. Oh. Bro, wie ist die denn so weggeflogen? Und deshalb, Freunde, ist es, denke ich, langsam wieder an der Zeit für das nächste Upgrade. Ich würde sagen, wir rasten hier mit dem Einkaufswagen zur Zukunftsmaschine. Und wir springen. Warte mal, was? Leute, das ist endlich mal ein richtiges Motorrad, würde ich sagen. Ey, das ist einfach so ein Moped, Freunde. Ich glaube, so eine Simson ist das. Ich denke, die kennt ihr alle. Hä? Guckt mal, Freunde. Ja, wir ziehen einfach Wheelie. Ja. Endlich haben wir das erste richtige Motorrad. Und ihr seht, das geht auch auf einmal voll ab. Wir fahren über 100 damit. Ey, Mann, endlich, Freunde. Wir haben uns jetzt mittlerweile von einem Einrad abgequadet zu einem Moped, Freunde. Wir bauen hier den Wheelie, ihr könnt sehen. Und das bringt mich gerade auf eine Idee. Gerade sind wir ja über 10 Menschen gesprungen. Das heißt, wir springen jetzt über 20 Menschen. Also ihr seht das hier jetzt kurz. Ich habe die Rampen viel weiter auseinander gemacht. Und dazwischen stehen jetzt auch ein paar mehr Menschen. Ne? Das heißt, ich würde sagen, wir machen uns hier auf den Weg mit unserem Moped. Und das fährt stabile 120, Digga. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht viel. Wir ballern jetzt hier Fullspeed mit unserer Simson. In der Hoffnung, dass wir diesen Monster-Jump schaffen. Und schaffen wir ihn. Whoa. Oh, man. Okay, irgendwie sind wir vom Motorrad gefallen. Aber eigentlich sollten die ja, wenn dann, hinfallen und nicht ich. Das müssen wir kurz ändern, Freunde. Ah, besser. Und die Cops kommen wieder, das war's komplett. Ey, wartet, komm, bevor ihr mich festnehmt, muss ich noch einmal springen, okay? Komm schon, bitte ein letztes Mal, bevor ich in den Knast komme. Komm, wir drehen schnell, Freunde, komm schon. Ihr seht, die Cops sind da vorne. Noch einmal mit Vollspeed. Wir machen sogar ein Wheelie vorher. Komm, Willi, und schaffen wir es? Oh, 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 Rückwärtssalto, und... Oh, jetzt sind wir auf den Leichen gelandet. Polizei, ich kann das alles erklären, also... Oh Mann, Freunde, wir müssen schnell weg hier. Beiseite, rüber mit euch. Tschüss. Jetzt haben wir doch noch ein paar umgefahren. Ja, okay, wir können zum nächsten Motorrad. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mit Fullspeed zur Zukunftsmaschine und bereiten uns vor auf das nächste Upgrade. Wow!
Okay, anscheinend müssen wir es anders probieren. Wir fahren ganz langsam. Und jetzt booste mich, komm! Ja! Yeah! Wow! Bro, warte mal. Digga, das Upgrade hat die komplette Map gerade gechanged. Auf einmal ist überall Schnee und es schneit einfach. Und wir haben einfach mal eine Schneekatze, Leute. Was? Hä, was ist das für ein nices Upgrade? Schaut mal. Digga, ey, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ne, ich liebe Schneekatzen über alles. Ich finde die einfach so cool. Und ich glaube, die ist sogar extrem schnell, Freunde. Guck mal. Hier. Bruder, wir ballern gleich. Wir ballern 200 für 3. Bro, wir fahren 300 mit dieser kleinen Schneekatze. Okay, das ist heftig. Also ich glaube, ab jetzt werden die Upgrades auch immer krasser, Leute. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt schon sehr, sehr schnell vorwärts. Ich meine, allein dieses Upgrade hat uns irgendwie von so 100 km/h auf 300 vorkatapultiert. So, aber Freunde, wir müssen mal ein bisschen Anlauf, weil ich würde sagen, wir ballern jetzt mit Fullspeed über die Rampe und gucken mal, wie weit wir fliegen mit 200. Und oh mein Gott. Aua. Oh, wow, Bruder, die fliegt noch auf mich drauf. Perfekt. Aber ihr habt es gesehen, der Jump war auf jeden Fall easy peasy. Die Frage ist jetzt nur, was passiert, wenn wir noch ein bisschen mehr Anlauf nehmen und die Rampe vielleicht noch ein bisschen größer machen. So, okay, Freunde, die Rampe ist jetzt minimal größer und wir holen jetzt hier richtig fett Anlauf. Wir boosten uns jetzt hier direkt voll rein. Wir sind schon bei 250 gleich. Schaffen wir noch die 300? Und ja! Oh mein Gott, schaffen wir Rückwärtssalto? Oh! Oh nein, das war so ein krasser Stunt. Und unsere Schneekatze fliegt einfach 5 Kilometer weg. Aber ich würde sagen, Freunde, es wird hier langsam mal Zeit für das nächste Upgrade. Ich bin auch echt gespannt, was jetzt kommt. Das heißt, ich würde sagen, wir holen hier jetzt ein bisschen Anlauf. Und dann springen wir hier wieder durch die Zukunftsmaschine durch. Ich würde sagen, 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott, das wird so krass, das wird so krass. Und... Wow! Oh. Bro! Bro, was? Warte mal! Oh! Was ist das denn? Leute, wir haben das nächste Upgrade. Es schneit immer noch. Und ihr seht es schon. Wir haben jetzt einfach mal so eine richtig, richtig krasse Schneekatze. Das ist so ein richtig heftiges Schneemobil. Die kosten auch Schweine viel Geld, Leute. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob die schneller ist als das Ding vorher. Ich meine, das Ding vorher ist ja schon gefühlt 300 gefahren. Und oh mein Gott. Oh, oh Bruder. Wie geht die ab? Bro. Wie schnell ist das Schneemobil? Guck mal. Weil ich meine, guck mal, wir sind schon bei 300. 400. 500 gleich 500. Oh mein Gott. Oh, au. Aua. Aber ihr habt es gesehen. Wir sind gerade 500 km/h damit gefahren. Mit dieser Schneekatze hier, Bro. Wir müssen jetzt mal ein kurzes Experiment machen. Ich meine, wir sind jetzt über 10 Leute gesprungen, über 20. Meint ihr, wir schaffen 100? Wir werden es herausfinden. So, Freunde, ihr könnt jetzt sehen, ich habe die Rampen vergrößert. Und dazwischen befinden sich jetzt 100 Menschen. Und das Ganze geht hier bis zur zweiten Rampe. Wir müssen quasi also von da hinten Anlauf nehmen, über die erste Rampe springen. Dann schauen, dass wir über diese ganzen Menschen drüber springen und hier wieder landen. Ne? Ob das Ganze machbar ist, werden wir jetzt herausfinden. Ne? Das heißt, wir nehmen hier einmal kräftig Anlauf mit dem Schneemobil. Und dann würde ich sagen, geben wir Vollgas, Freunde. Los geht's! Und oh, oh! Okay, der Absprung war ein bisschen komisch, aber wir haben einen coolen Stunt und. Das hat keiner gesehen. Aber ihr wisst, alle guten Dinge sind zwei, manchmal auch drei. Das heißt, wir probieren es nochmal. Wir dürfen, glaube ich, nicht ganz so viel Anlauf nehmen, weil sonst setzen wir auf. Das heißt, wir springen jetzt von hier, Freunde. Und oh mein Gott, wir schaffen es! Okay, jetzt bitte macht eine coole Landung. Bitte verkackt nicht, ja. Komm, wir müssen nur gerade aufkommen. Aber das ist gar nicht so einfach. Komm schon und... Bro, das war der krasseste Stunt aller Zeiten, Leute. Die Schneekatze ist so geil, Alter. Oh mein Gott. Wir haben diesen Monster-Jump einfach geschafft. Wir sind über 100 Menschen drüber gesprungen. Das heißt, wir können jetzt hier auch beruhigt zum nächsten Upgrade kommen. Ich bin gespannt, welches Motorrad wir als nächstes bekommen. Das heißt, wir brettern mit Vollspeed auf die Zukunftsmaschine. Und let's go! Okay, warte mal. Der Schnee ist weg, Freunde. Und was haben wir jetzt für einen Motorrad bekommen? Nein, warte mal. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Aber unter die Superhelden-Fans von euch, die sollten es wissen, ne? Das Ding hier ist einfach mal das Motorrad vom Ghost Rider, Freunde. Ihr wisst, Ghost Rider ist dieses Skelett, was brennt. Normalerweise brennt das Motorrad ja auch. Aber warte mal, Bro. Wie schnell ist das? Wie schnell ist das?
Okay, ich glaube, wir haben gerade einen Riesensprung gemacht, Freunde. Das heißt, wir beschleunigen jetzt einmal. 3, 2, 1. Oh! 500, 600, 700, 800. Bro, was? Ja, das Ding schafft locker 1000 km/h. Ey, ihr seht, Freunde, ab jetzt werden die Upgrades nur noch krasser. Ich will gar nicht wissen, was nach dem Ding hier kommt. Ich meine, guck mal, das Teil kann schon fliegen gefühlt. Hier. Wir schaffen easy 1000 km/h, aber die Strecke ist so schnell vorbei. Okay, warte, wir springen jetzt damit mal über die Rampe. Ey, ich will gar nicht wissen, was damit passiert, Freunde. Ihr seht, dahin ist die Rampe. Ich würde sagen, wir geben Vollgas und ihr seht, oh mein Gott, oh mein... Wo ist mein Motorrad? Also, ich frage nur so, weil das ist irgendwie ein bisschen in den Himmel geflogen. Ey, wenn das jetzt weg ist, dann können wir keine Upgrades mehr machen. Ey, nein. Ey, wo ist das Motorrad? Freunde, habt ihr es gesehen? Das ist so schnell gewesen. Das ist einfach wie eine Rakete in den Himmel geflogen. Ist, hallo? Ihr habt nicht zufälligerweise gesehen, wo mein Motorrad... nee? Ja, war mir klar. Ich glaube, da hinten ist es, Freunde. Seht ihr es auch? Wartet. Ist es das, bitte? Oh nein, die Polizei ist da. Ey, ihr habt gar nichts gesehen, Jungs. Was müsst ihr euch denn immer einmischen, ne? Oh Mann, ich hör doch auf zu schießen, Mann, Jungs. Oh Mann, Freunde, wir müssen lieber schnell das nächste Upgrade machen. Ey, komm schon. Komm schon, Ghost bei der Motorrad, gib Gas. Leute, wir müssen schnell zur Zukunftsmaschine und das nächste Upgrade machen. Let's go! Wow. Okay, was auch immer es ist, es sieht verdammt krass aus, Leute. Es hat von einfach so zwei Reifen, Digga, warte mal. Ist das Bettmotorrad von Batman, Leute? Okay, wir müssen jetzt kurz testen, wie schnell das ist. Ich gebe Gas, 3, 2, 1 und... Bruder, was? Okay, wartet, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz wohin, weil das Teil müssen wir jetzt mal richtig austesten, ne? Okay, Freunde, ihr könnt es jetzt schon sehen. Ich befinde mich hier wieder an einem ganz besonderen Ort. Und zwar sind wir jetzt hier gerade einfach mal auf einem Speedtrack. Das heißt, das ist eine kilometerlange Bahn, die einfach nur gerade ausführt, wo wir jetzt auch richtig schön testen können, wie schnell diese Motorräder wirklich sind, weil der Flughafen ist da mittlerweile einfach viel zu klein für. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt Anlauf mit dem Bettmobil und Bruder, das Teil ist so schnell, ich glaube gar nicht. Ich würde jetzt einfach sagen, wir zählen bis 3 und dann geben wir Vollgas. Los geht's, Freunde. 1, 2, okay, 3, wir fahren los und let's go! Bruder, wir fahren 1000 für... habt ihr gerade gesehen, wie das Motorrad noch davon geflogen ist, Bro? Also, ihr habt gesehen, das Motorrad eben war schon geisteskrank, aber mir fällt gerade ein, wir brauchen das eigentlich noch. Okay. Freunde, ich würde sagen, wir machen uns kurz auf die Suche nach dem Motorrad und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Und da würde ich auch sagen, Freunde, ist es jetzt an der Zeit für das nächste Upgrade. Eigentlich kann es nicht mehr krasser werden. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob es überhaupt noch ein Upgrade gibt. Wir labern nicht lang, wir fahren durch die Zukunftsmaschine. 3, 2, 1 und... Bro! Was ist... das denn für einen Motorrad? Ey, Leute, ich glaube, das ist schon eins der Gottmotorräder. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist einfach am Leuchten und... Digga, warte mal. Ich drücke nur eine Millisekunde aufs Gas. Und das Teil macht schon... Hier, das hält das Hinterrad sogar an hier. Okay, Bruder, okay, übertreib nicht. Junge, das Teil ist einfach abnormal, Leute. So sieht also ein Gottmotorrad aus. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Ey, Digga, ey, wir müssen jetzt kurz einen Test machen. Wartet mal. Und zwar würde ich sagen, machen wir hier einfach mal so eine ganz kleine Rampe hin. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir mit diesem Gottmotorrad hier drüber fahren. Ey, ich nehme gar nicht ganz so viel Gas, Leute, weil sonst setzen wir halt auf. Das Ding ist... Ja, Digga, das Ding ist halt so flach, ihr seht's. Ja, das ist halt das Ding, weil die Motorräder irgendwann so schnell sind, dass du über keine Schanze mehr springen kannst. Vielleicht mit Wheelie, Freunde? Oh, na, Digga, das ist zu krass. Guckt euch das an. Aber irgendeine Fähigkeit muss es doch noch haben, Mann. Ich meine, das leuchtet so blau. Okay, wartet mal. Ey, ich glaube, ich habe eine Idee, Freunde. Lasst mich mal kurz was testen, ne? Und zwar begeben wir uns dafür wieder kurz hier auf den Speedtrack. Denn ihr seht, erstens können wir hier das Motorrad wieder durchtesten. Und Bruder, das ist, oh mein Gott, Bruder, das ist so am Rumspringen. Aber was ich eigentlich testen will, ist das hier, Freunde.
Ja? Und ihr fragt euch jetzt, Lumex, was machst du da? Was ist, wenn das Motorrad untergeht? Ja, Leute, wird es nicht, weil das Gott-Motorrad hier kann nämlich einfach mal auf dem Wasser fahren, Freunde. Oh mein Gott, guckt euch das an. Digga, was geht hier ab? Wir fahren hier mit 1000 km/h übers Wasser. Ey, Freunde, was geht hier ab? Wir haben einfach ein Gott-Motorrad, was über 1000 km/h fährt und einfach mal auf dem Wasser fahren kann. Aber Leute, ich glaube, wir haben noch ein allerletztes Upgrade übrig. Deshalb würde ich sagen, fahren wir zurück an den Strand, super easy, und fahren hier wieder zu unserer Zukunftsmaschine und schauen mal, was wir als allerletztes für ein Motorrad bekommen. Wenn ihr alle Bock habt auf das letzte Gott-Motorrad-Upgrade, dann smasht jetzt nochmal den Like-Button auf Ehre. Und damit würde ich sagen, geben wir Gas und wir machen das letzte Upgrade. 3, 2, 1, let's go! Wow! Bro! Nein, Leute, das hier ist das letzte Gott-Motorrad. Und bitte guckt euch das mal an. Ich habe keine Ahnung, ob man das überhaupt noch Motorrad nennen kann. Das Ding sieht aus wie ein Transformers. Das ist sogar am Schweben. Und ihr könnt auch schon sehen, es hat eine geisteskranke Beschleunigung. Kann auch unnormal schnell abbremsen. Und ich glaube, auch das Teil hat wieder eine Special-Fähigkeit. Und zwar kann das Teil, soweit ich weiß, einfach mal fliegen. Ich zeige euch das. Und zwar müssen wir einfach Gas geben und dabei das Vorderteil hochziehen. Und dann seht ihr schon, heben wir einfach mal ab damit. Also, es hat keinen direkten Düsenantrieb, sondern es kann quasi eher so schweben und dann kann man quasi so ein bisschen in der Luft hier damit rumfliegen. Dann landet man quasi wieder und dann kann man wieder Schwung holen, Freunde, zieht die Schnauze hoch und dann kann man wieder einfach voll nach oben fliegen. Und ich glaube, wir haben auch wieder einen Düsenantrieb, mit dem wir uns hier in der Luft nach vorne boosten können. Also, ihr seht wirklich ein geisteskrankes Gott-Motorrad. Und ich meine natürlich, selbstverständlich, Leute, kann auch das Ding wieder auf dem Wasser fahren, ist ja klar. Und ich meine, wir können ja mal kurz hier Vollgas auf dem Wasser geben. Ihr seht. Bro, was passiert gerade? Also ich meine, Leute, das, was ich jetzt mache, tut mir wirklich leid. Aber wir können nicht länger mit dem 1-Euro-Auto da hinten rumfahren. Wir brauchen was Besseres. Deshalb würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt einen auf kriminell. Und holen hier einfach unsere Pistole raus. Und ziehen einfach die Person da vorne ab. Ich hoffe mal, die hat einen Geldbeutel oder irgendwas dabei. Deswegen würde ich sagen, machen wir ganz kurz einen Prozess. Hände hoch! Okay, es tut mir leid, aber... Die hat wirklich einfach direkt ihren Geldbeutel fallen lassen. Okay, das ging ehrlich gesagt ziemlich schnell. Ich hoffe mal, das ist... 500 Euro waren drin. Hätten ein bisschen mehr sein können, aber ich glaube, das sollte schon reichen für das nächstbessere Auto. Ich würde sagen, wir craten jetzt ab zum nächstbesseren Auto. Wir haben ganze 500 Euro geklaut von dieser Person. Und ich bin gespannt, was wir dafür jetzt bekommen. Deswegen würde ich sagen, zählen wir jetzt bis 3 und craten damit ab zum nächsten Auto. 1, 2 und 3! Nee, oder? Was ist denn das für ein Müllhaufen? Das ist ein Pappauto! Wie wurde richtig abgezogen? Hier, schaut mal, Leute. Ich zeige euch das mal. Hier, seht ihr das? Das ist wirklich Pappe einfach. Wir haben jetzt hier gerade unsere 500 Euro wirklich ausgegeben für ein Pappauto. Aber okay, Leute, wir machen halt langsame Schritte. Ihr seht's, wir fahren jetzt einfach wirklich mit einem Pappauto hier in GTA 5. Aber das lässt sich auf jeden Fall schon mal besser fahren. Und es ist gar nicht mal so langsam, muss ich ehrlich sagen. Ich will auch nicht so lange damit rumfahren. Also mit einem Pappauto hier durch die Stadt zu fahren, ist irgendwie ein bisschen peinlich. Ich meine, Leute, das ist aus Pappe. Das hat irgendjemand aus dem Müll zusammengebastelt. Mit Uhu-Kleber wahrscheinlich. Ich meine, ihr seht auch hinten einfach das Klebeband hier, was so drumherum geklebt wurde. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir uns direkt mal den nächsten Plan, wie wir an noch mehr Geld rankommen, dass wir uns direkt das nächste Auto freischalten können. Weil ich meine, am Ende des Tages wollen wir ein Auto haben, was eine ganze Million Euro wert ist. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Geld. Deswegen, was ist denn krasser? Wir haben eben eine Person ausgeraubt. Was könnten wir denn als nächstes ausrauben, Leute? Ich meine, wir sind ja gerade in der Stadt. Das heißt, lasst uns mal am besten irgendwas suchen, was hier auch in der Nähe ist. Und zwar gibt es normalerweise hier in GTA 5 an sehr, sehr vielen Stellen manchmal so Bankautomaten quasi,
Aber ich finde halt leider gerade keine. Okay, Freunde, wir sind jetzt unten am Strand angekommen. Die gucken zwar alle ein bisschen komisch und reißen jetzt noch aus von meinem Pappauto. Ich weiß gar nicht, was sie alle gegen mein Pappauto haben, Leute. Aber ich habe hier unten nämlich was gespottet. Und zwar schaut mal, was sich da befindet. Da ist tatsächlich einfach ein Bankautomat. Bedeutet, wir können jetzt ganz in Ruhe hier diesen Bankautomaten ausrauben. Wir müssen jetzt einmal F drücken, steht da. Das heißt, das machen wir einmal ganz kurz. Und dann seht ihr schon, Leute, geht es los. Wir versuchen jetzt hier den Bankautomaten zu knacken. Oh, ich glaube, wir müssen den jetzt irgendwie mäßig hacken oder so. Das heißt, wir gehen mal hier auf die Speicherkarte. Oh nein, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir auf das lokale Datennetzwerk? Nee, das geht nicht. Globales Netzwerk geht auch nicht. Externes Medium. Okay, dann benutzen wir jetzt einfach mal das hier. Das ist irgend so eine Exe-Datei. Und jetzt seht ihr schon, Leute, können wir den Bankautomaten einfach hacken, indem wir hier quasi immer diese roten Buchstaben einloggen. Ihr könnt das schon sehen, dass er jetzt hier zum Beispiel dann das G, das O, das B. Oh, das war gerade sehr, sehr stark von uns. Und nochmal das B. Ihr seht, Passwort erhalten, ne? Jetzt können wir das Ganze quasi aufsprengen. Und ihr seht, das Teil spuckt einfach das Geld aus. Und was? Junge, in dem Bankautomaten waren einfach mal 10.000 Euro drin. Digga, das ist ja geisteskrank viel. Aber ich sehe auch gerade, wir haben 3 Sterne dafür bekommen. Das heißt, wir sollten hier lieber ganz schnell weg. So, heißt, wir suchen unser ruhiges Plätzchen, Leute. Damit wir auch gleich zum nächsten Auto upgraden können. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, was man für 10.000 Euro bekommt. Ich meine, für 500 Euro haben wir ein Pappauto bekommen. Da muss es ja für 10.000 Euro schon was richtig Krasses geben. Leute, wir hängen jetzt ganz schnell hier die Polizei hinter uns ab. Ihr seht, die verfolgen mich nämlich schon. Oh mein Gott, beruhigt euch. Ihr schießt doch mein schönes Pappauto kaputt. Ja, Vollidiot. Digga, was? Bro, die können ja mal gar nicht fahren. Was war das denn? So, okay. Wir haben die Polizei abgehangen. Ihr seht, ich befinde mich jetzt hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Hier ist einmal so ein Bauernhof. Perfekt. So, aber das heißt, wir haben jetzt hier kurz unsere Ruhe, Leute. Und können damit jetzt auch das Auto upgraden mit unseren 10.000 Euro. Ich würde sagen, einmal Trommelwirbel. Denn wir zählen jetzt wieder bis 3 und traden unser Auto ab. Seid ihr bereit? 1, 2 und 3! Wow, Leute, wir haben abgegradet. Aber was ist das denn? Also, ich habe ja jetzt mit allem gerechnet, aber das ist doch nicht etwa... Ist das ein Lego-Auto? Das ist doch Lego, Leute. Hier, guck mal. Kann man es lesen? Lego. Seit wann gibt es denn Lego-Autos in GTA 5? Hä, aber übel cool. Hä, dass wir auch so Special-Autos bekommen, hätte ich nicht gedacht, Freunde. Kann man da einsteigen? Lol, es geht. Das ist sogar, glaube ich, so ein McLaren, Leute. So ein Lego-McLaren einfach. Was mich jetzt nur interessiert, ist das Auto denn schnell? Ich glaube, es ist schnell, Leute. Oder warte, ich drücke mal aufs Gas. 3, 2, 1 und... Oh, es ist übel schnell sogar. Nur ich glaube, Leute, damit sollten wir besser keinen Unfall bauen, weil ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man mit einem Lego-Auto gegen eine Wand fährt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch deshalb so günstig, weil sobald man damit einmal einen Unfall baut, ist das Ganze quasi futsch und zerbröckelt in 1000 Einzelteile. Deswegen ganz wichtig, keinen Unfall bauen. Also schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie ihr das Lego-Auto findet. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist leider noch nichts im Gegensatz zum 1-Million-Euro-Auto, was wir heute noch freischalten werden. Deswegen würde ich sagen, schauen wir auch direkt mal, dass wir an noch mehr Geld rankommen, damit wir uns hier auch direkt das nächste Auto-Upgrade kaufen können. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Stufe höher schalten, ne? Ich denke halt irgendwie an so einen Einbruch oder sowas. Ich meine, wir sind in GTA, können natürlich auch einfach in fremde Häuser einbrechen. Das geht ja hier. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal umschauen, ob es hier vielleicht irgendwo ein Haus gibt, wo man eventuell einbrechen kann. Ich glaube, das ist eine ganz nice Idee. So, lasst uns mal gucken. Ich glaube, das lässt sich sogar ausrauben. Wartet mal, seht ihr das? Guckt mal da an den Hauseingang, Leute. Da ist so was Rotes am Leuchten. Und zwar ist das das Zeichen dafür, dass wir in dieses Haus einbrechen können. Ich bin ehrlich gesagt noch nie in ein Haus eingebrochen hier in GTA. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich das jetzt machen werde. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Aber natürlich holen wir hier erstmal direkt hier eine Waffe raus. Und zwar die Pumpgun für extra viel Schaden. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier unser nächstes Geld machen, Leute. Let's go. Wir brechen ein. Okay, Freunde, wir sind drin. Ihr seht, ich habe mir auch direkt eine Sturmhaube aufgezogen, dass uns hier keiner erwischt. Aber lol, wir sind einfach wirklich in das Haus eingebrochen. Okay, wir gucken mal. Ist jemand zu Hause? Wir verstecken uns erstmal. Wir müssen hier erstmal den taktischen Hasen machen und gucken, ob jemand da ist. Aber es sieht nicht so aus. Okay, das heißt, wir schleichen uns mal weiter rein. Leute, guckt mal. Da ist ein riesengroßer Geldbeutel auf dem Tisch.
Was ist, wenn da richtig viel Bargeld drin ist, mit dem wir uns das nächste Auto freischalten könnten? Das wäre richtig, richtig krass. Wir sammeln es ein. 3, 2, 1, let's go! Und... Was? Wie viel Geld ist da drin gewesen? 250.000, Bro. Da müssen ja richtig fette 500er Batzen drin gewesen sein. Nichts wie raus hier, Leute. Richtig schnell raus hier. Schnell, 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 schnell. So, jetzt ganz schnell raus hier. Ihr seht, wir haben für diesen Überfall sogar direkt 5 Sterne bekommen. Also es wird hier wirklich immer krasser. Aber ich meine, wir haben gerade eine 250.000 gestohlen. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall ganz schnell wegfahren. Weil ihr seht, die Cops sind nämlich schon da und schießen auf uns. Und das ist auf jeden Fall nicht so gut, weil unser Lego-Auto kann sehr schnell kaputt gehen. Besonders, wenn die hier mit so richtig fetten G-Klassen gefahren kommen. Junge, beruhigt euch mal. Komm, Lego-Auto, gib Vollgas. Wir müssen der Polizei entkommen. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe die Cops abgehangen. Wir sind jetzt wieder oben an einem sehr verlassenen Ort. Und zwar ist hier irgendwie so ein Flugzeugschrottplatz oder so. Also ich glaube, hier sollten wir auf jeden Fall auch unsere Ruhe haben. Und deshalb lasst uns einmal ganz kurz aussteigen. Unser Lego-Auto noch einmal ganz kurz betrachten. Wirklich ein wunderschönes Auto. Auch mit diesen Lego-Reifen. Wirklich sehr, sehr nice. Aber wir müssen uns jetzt langsam trennen. Ich meine, wir haben eine 250.000 und ich denke, damit sollten wir auf jeden Fall schon ein viel, viel krasseres Auto bekommen. Wir zählen wieder bis 3 und craten ab zum nächsten Auto. 1, 2 und 3! Wow! Leute, was geht ab? Wir haben abgecratet. Zum nächsten Auto. Und ehrlich gesagt, kann ich meinen Augen gerade nicht ganz trauen, was wir hier für eine 250.000 bekommen haben. Es ist einfach mal ein Porsche Turbo S. Wirklich ein geisteskrankes Auto. Kostet exakt ungefähr eine 250.000, also 250.000. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn wir hier heute schlussendlich ein Auto haben wollen, was eine ganze Million wert ist. Aber ich würde sagen, wir steigen einmal ein ins Auto und mache erstmal einen ganz kurzen Soundcheck. Ja, okay, okay. Man merkt, das Teil hat auf jeden Fall einiges unter der Haube. Okay, das heißt, Leute, wir fahren einmal raus mit dem Auto. Und es sieht echt wunderschön aus. Also ich glaube, wir machen jetzt hier wirklich sehr, sehr große Sprünge nach vorne. Wirklich sehr, sehr krass. Von einem 10.000 Euro Lego Auto jetzt hier zu einem 250.000 Euro Porsche. Wirklich geisteskrank. So, das heißt, wir fahren einmal auf die Autobahn damit, Leute. Und machen einmal Kickdown. Let's go! Und das Teil ist geisteskrank am Durchdrehen. Wir sind schon bei 420, 440, 450. Junge, dieser Porsche ist so am Abgehen, Leute. Junge, oh mein Gott, das Auto ist geisteskrank. Was passiert hier gerade? 470 km/h haben wir gleich. Also wirklich ein geisteskrankes Auto, zu dem wir hier abgegradet haben. Wir sind auch wieder direkt hier in der Stadt angekommen. Das Auto einfach so geisteskrank. Schnell ist Vollbremsung. Oh mein Gott. Ah, Leute, okay, ihr merkt schon, wir sollten ein bisschen besser aufpassen, ne? Jetzt, wo die Autos immer schneller werden, ne? Ich glaube, wir sind jetzt genug mit dem Auto rumgefahren. Es wird langsam Zeit, sich Gedanken zu machen, wie wir an noch mehr Geld rankommen. Und zwar würde ich sagen, gucken wir mal kurz auf den GPS, weil ich habe nämlich gerade oben links eine Nachricht bekommen, dass hier so ein Transporter in der Nähe ist, Leute. Schaut mal, das ist einfach ein Ammunition-Transporter. Die transportieren immer richtig krasse Waffen mit sich rum, die sich für richtig viel Geld verkaufen lassen. Ja, ihr seht es tatsächlich, Leute. Hier könnt ihr das vorne links sehen. Das ist das rote Auto da, Leute. Das ist ein Waffentransport. Digga, das passt gerade perfekt. Leute, wir verfolgen den mal ganz heimlich, still und leise. Weil das Teil ist so ähnlich wie ein Geldtransporter. Die kennt ihr ja auch, die grünen. Die kann man ja auch überfallen. Und genau das gleiche können wir auch bei dem machen. Wenn wir das Teil überfallen und die Waffen daraus klauen, können wir die locker, easy peasy, für mehrere hunderttausend Euro verkaufen. So, dass wir auch direkt zum nächsten Auto upgraden können. Bedeutet, Leute, ich würde sagen, wir verfolgen den Ammunition-Wagen mal und warten mal am besten, bis der raus aus der Stadt ist, damit das hier auch niemand mitbekommt, wie wir das Teil ausrauben, weil das ist auf jeden Fall nicht so schlau, das hier mitten in der Stadt zu machen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns jeden Moment wieder, wenn wir raus aus der Stadt sind. Okay, Freunde, ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe die eigentlich gerade noch gesehen, aber auf einmal sind die weg. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin denen wirklich die ganze Zeit hier aus der Stadt rausgefolgt, aber irgendwie, die sind irgendwie durch die Wüste auf einmal gefahren. Ich weiß nicht, was sie sowieso hier oben wollen, aber ich glaube, das war's tatsächlich mit denen, Leute. Ey, Digga, so ein Müll. Ich schwöre, wir hätten bestimmt richtig viel Geld machen können. Warte mal. Leute,
Da sind die. Leute, die machen, glaube ich, kurze Verschnaufspause hier bei diesem Imbiss da. Hier ist ja diese Kneipe. Das ist das Auto, Leute. Ihr seht's, Ammunition. Und es steht da einfach so frei rum und keiner bewacht es. Das nutzen wir aus. Oh mein Gott. Ey, Junge, nicht hinfallen. Keine Zeit zum Schlafen. Du musst Auto klauen. Ich habe wirklich schon jede Hoffnung verloren gehabt. Aber nein, deren Auto steht einfach hier. Nur das Ding ist, das ist halt schwer gepanzert. Wir müssen das Ding also quasi wahrscheinlich irgendwie aufsprengen, damit wir an das Gate rankommen. Nur das Ding ist, das hört man halt drin in der Kneipe. Was machen wir jetzt am besten, Leute? Egal, wisst ihr was? Ich spreng das Teil einfach auf. Wir sprengen das Ding einfach auf. Ich nehme hier mein C4. Leute, da kenne ich gar nichts. Ich sage euch ehrlich, ich will hier heute das 1 Million Euro Auto haben. Deswegen würde ich sagen, befestigen wir einmal hier das C4. Komm, doppelt hält besser. Hier auch noch eins. Bam. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir in Deckung und sprengen das Teil jetzt auf. Weil ich sage euch ehrlich, wir brauchen mehr Geld. Deswegen würde ich sagen, seid ihr bereit für die Monster-Explosion? Let's go! Wir haben es aufgestreckt, Leute. Aber es ist irgendein Alarm angegangen. Und wir haben auch wieder 3 Sterne bekommen. Jetzt aber nichts wie rein hier. So, jetzt komm schnell alle. Waffenklon. Die haben einen Wert von 650.000 gehabt. Okay, das ist ja alles schön und gut. Aber die Polizei ist direkt da. Ich glaube, wir machen direkt einen Abgang, Leute. Weil ich meine, Leute, das Ganze ist ja kein Bargeld, sondern das Ganze sind ja Waffen. Bedeutet, wir müssen die quasi erstmal in Sicherheit bringen vor der Polizei, die uns jetzt hier hinten verfolgen will. Ey, das ist echt nicht gut. Bitte komm schon. Was mache ich denn? Ich fahre direkt zum Polizeigefängnis. Das ist ein bisschen dumm, was ich gerade mache. Oh nein, Jungs, beruhigt euch. Guck mal, die laufen schon alle los. Nein, wir müssen so schnell wie möglich weg hier. Wir müssen das Auto in Sicherheit bringen. Ihr habt es gesehen, 650.000 Euro. Ey, ihr wisst gar nicht, was man sich mit dem Geld schon für krasse Autos kaufen kann. Okay, Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Wir haben die Cops abgehakt. Und wir haben natürlich auch hier unseren Waffentransporter am Start, den wir jetzt einfach hinten bei einem illegalen Waffenhändler verkaufen werden. Denn der wird uns dafür am Ende die ganzen 650.000 Euro auszahlen. Und mit diesen werden wir uns direkt das nächste Auto kaufen. Ich bin schon unnormal gehypt, was es sein wird. Ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was man für 650.000 Euro kaufen kann. Es muss auf jeden Fall ein richtig krasses Auto sein. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt ganz schnell zum Waffenhändler, verkaufen das Ganze einmal und dann sehen wir uns direkt wieder. Okay, Leute, wir haben unseren Waffentransporter abgeliefert und somit haben wir jetzt 650.000 Euro, mit denen wir auch direkt das nächste Auto freischalten können. Ich bin extremst gehypt, was das Ganze sein wird. Ich würde sagen, Leute, wir bleiben einmal ganz kurz stehen. Wir zählen wieder bis 3. 1, 2 und 3! Wow, Leute, wir haben das nächste Auto gekauft und ich bin sprachlos. Was zur Hölle ist das für ein krasses Auto? Das ist dieser Lamborghini Veneno, heißt ja, glaube ich, ne, Leute? Digga, das ist so ein geisteskrankes Auto. Aber warte mal, wenn wir das für 650.000 Euro bekommen haben, dann will ich gar nicht wissen, was bekommt dann für 1 Million, Leute? Ich meine, das Auto ist schon so ein geisteskrankes Auto. Guckt euch das bitte einfach mal an. So, ich würde sagen, Leute, wir testen auch direkt mal, wie schnell das Auto ist. So, weil ihr könnt es sehen, sobald ich aufs Gas drücke, fahren wir schon 100 km/h schnell und ich tippe wirklich nur drauf. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz, ganz kurz einen Kickdown und... Oha! Nein! Also ich bin an der Stelle wirklich einfach nur positiv von diesem Auto überrascht. Wirklich ein wunderschönes Auto, ein sehr, sehr schnelles Auto. Aber Freunde, ihr wisst, wir haben leider noch kein 1-Million-Euro Auto. Und genau das werden wir jetzt ändern. Das heißt, wir werden jetzt den letzten Überfall für heute machen, der uns hoffentlich auch 1 Million Cash einbringen wird. Und mit dem Cash werden wir dann das letzte Auto kaufen, und zwar das 1-Million-Auto. Und ich weiß auch schon, wie wir das anstellen werden. Und zwar werden wir einfach mal die GTA 5 Staatsbank dafür überfallen. Also ich meine, Leute, wir haben ja schon ein paar Mal die normalen Banken überfallen und die ausgeraubt. Aber die Staatsbank ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Zumal da auch geisteskrank viel Polizei kommt. Ich meine, wir sind auch schon direkt eigentlich so gut wie da. Die ist nämlich direkt hier vorne. Das heißt, wir parken einmal das Auto hier vorne am besten, dass wir auch direkt abhauen können. So, zack, zack, zack. Einmal parken. Und dann würde ich sagen, Leute, spazieren wir einmal rein hier in die Staatsbank. Das ist sie nämlich. So, noch ziehen wir auch keine Waffe raus. Wir müssen das erstmal hier ein bisschen spectaten, ne? Und so wie es aussieht, ist hier gerade gar niemand. Ich glaube, die haben hier gerade wieder Mittagspause oder so. Aber ich glaube, wir können trotzdem hier rein, oder? Ja, okay. Zum Glück, Leute, ist hier gerade kein Personal. Aber normalerweise ist der Zutritt nämlich schon für normale hier verboten, ne? Nur ihr seht da,
wo diese Tür hier quasi abgesperrt ist von diesem Computer da. Da geht's nach unten zu dem Staatsbanktresor, wo sehr, sehr viele Kilo Gold drin sind, die wir gleich klauen werden. Deswegen würde ich sagen, wir werden das Teil jetzt aufbrechen und die Staatsbank ausrauben. Lasst dafür auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, Leute, wir schießen das Teil jetzt auf in 3, 2, 1 und let's go! Okay, wir haben den Computer kaputt geschossen. Ihr seht, die Tür öffnet sich, aber es ist noch ein Alarm angegangen, Leute. Und wir haben so nebenbei auch gerade mal ganz entspannt 5 Sterne dazu bekommen. Deswegen würde ich sagen, jetzt nichts wie ab nach unten, ne? Wir müssen nämlich jetzt hier unten den Tresor aufbrechen, bevor die Polizei da ist. Bedeutet, wir holen hier einmal wieder unser C4 raus, befestigen das einmal hier an der Tür. Nur ich glaube, eins wird da nicht ausreichen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr davon. Ich mache hier wirklich so viel ran, wie es geht. So, ich glaube, 4 Stück sollten hier auf jeden Fall ausreichen. Zack. Und dann würde ich sagen, Leute, seid ihr bereit? Die Staatsbank wird jetzt aufgesprengt. Boom! So, dann nichts wie rein hier, Leute. Einmal durch die Tür durch. Und da hinten sind die Schließfächer, wo sich das ganze Gold drin befindet. Auch hier ist, glaube ich, nochmal ein Koffer. Da ist auch nochmal einiges an Gold drin. Ich würde sagen, Leute, wir sammeln das Ganze ein in 3, 2, 1. Let's go! Und ihr könnt es sehen, wir haben einfach genau 1 Million Euro geklaut, Leute. Das reicht genau für das 1-Million-Euro-Auto. Sehr, sehr nice. Okay, wir haben jetzt 1 Million dabei. Bedeutet auch wiederum, dass wir hier auf jeden Fall direkt für alles bereit sein müssen. Wir haben direkt den ersten abgeknallt. Komm, wer will Stress, hä? Wer will mich hier umballern, hä? Ja, traut euch doch. Kommt doch rein, hä? Kommt rein, ich knall euch ab. Leute, ich sag euch ehrlich, wir rennen schnell nach oben, weil ich glaube, wir können so einfach nicht abhauen. Die werden wahrscheinlich unten alles verbarrikadiert haben. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Ausgang finden, ne? Okay, Leute, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch im Hinterausgang rauslaufen können, oder? Ja, Leute, die laufen alle nach vorne. Sehr gut. Ich glaube, wir können hier abhängen dadurch. So, jetzt einfach nur ganz gekonnt abhauen. Ich bin gar nicht da. Wir müssen ganz schnell weg hier, Leute. Renn, 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 renn. Wir müssen irgendein Auto klauen. Komm her. Ich brauche das Auto. Mach auf die Karre. Komm schon. So, jetzt würde ich sagen, müssten wir nur noch die Cops abhängen. Und dann können wir uns das 1-Million-Euro-Auto freischalten. Es wird geisteskrank, Leute. Okay, Ladies and Gentlemen. So, ich habe die Cops abgehangen. Und ihr seht, wir sind auf direktem Weg in den Flughafen. Aua. Aber es ist gar nicht schlimm, denn wir werden uns jetzt endlich final das 1-Million-Euro-Auto freischalten. Ich würde sagen, lasst jetzt, spätestens jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einen fetten Like da. Weil ich glaube, das Auto jetzt ist wirklich geisteskrank. Ich bin mega gespannt. Ich würde sagen, wir zählen wieder bis 3 und schalten somit das letzte Auto frei. Lasst uns runterzählen! 3, 2, 1 und 2! Leute, da ist es einfach. Aber was ist das denn? Das ist doch kein 1-Million-Euro-Auto, oder? Hä? Na, wartet mal. Lol, das ist irgend so ein richtig krasses RGB-Tuning. Wartet mal, ich steig mal ein, Leute. Was? Das Auto leuchtet einfach. Ey, Leute, ihr wisst, wir hatten schon viele Autos, aber wir hatten noch nie ein Auto, was einfach so RGB hat. Ihr wisst ja, so getunte Supras sind immer mega, mega schnell. Deswegen bin ich auch jetzt mega gespannt, wie schnell das Auto hier ist. Ich würde sagen, ich tippe mal ganz kurz aufs Gas. Ich tippe nur einmal und wir fahren 60, 80 km/h. Leute, ich glaube, das RGB-Auto für 1 Million Euro ist geisteskrank schnell. Okay, okay. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Okay, ich glaube, der Flughafen ist fast zu kurz dafür, Leute. Wir machen mal ganz kurz einen Kickdown. Und da! Was? Also wir haben hier heute wirklich alles dabei. Von einem Bugatti bis einfach mal zu einem Formel-1-Wagen. Oder auch einfach mal richtig krasse Konzeptautos. Oder einfach mal illegal getunte BMWs. Und auch einfach mal mehrere Lamborghinis. Dann haben wir hier noch Audis, Freunde. Oder auch einfach mal ein Rollstuhl. Ja, Leute, ihr habt's richtig gesehen. Einen Rollstuhl. Vielleicht ist das ja sogar das Auto, was es schaffen wird, über die komplette Karte zu springen. Ihr könnt ja gerade an der Stelle mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Welches Auto von den ganzen Fahrzeugen hier wird es überhaupt schaffen, die komplette Karte zu überqueren? Schreibt es einfach in die Kommentare. Und danach werdet ihr sehen, welches Auto es wirklich geschafft hat. Ich meine, von den ganzen Autos hier ist ein einziges dabei, was, wie gesagt, über 10.000 PS hat. Und ich würde sagen, wir werden
werden es heute auf jeden Fall herausfinden. Deshalb würde ich sagen, schnappe ich mir direkt mal hier ein Auto. Und dann würde ich sagen, starten wir hier einfach mal mit diesem grünen Lamborghini. Und dann düsen wir auch direkt los, denn wir müssen natürlich erstmal zur Mega-Rampe. Denn ich habe euch ja auch im Pre-Intro gesagt, dass wir über eine geisteskranke Rampe springen werden. Weil ich meine, wir müssen ja irgendwie über die Karte fliegen. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns sofort wieder, wenn wir auf der Mega-Rampe angekommen sind. So, Leute, wir sind jetzt hier auf der Mega-Rampe angekommen. Ich würde sagen, ich steige mal ganz kurz aus und zeige euch das hier erstmal, weil ich meine, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie tief das hier runter geht. Junge, was ist das denn für eine Rampe? Also, ihr seht es auch hier auf der Karte. Wir sind hier wirklich ganz am Anfang. Und wenn wir Glück haben, werden wir es irgendwann schaffen, einfach mal hier über die komplette Karte zu springen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lang die Karte genau ist. Aber ihr werdet auf jeden Fall am Ende auch immer eingeblendet bekommen, wie weit wir geflogen sind. Und ich würde sagen, damit das hier auch ganz geordnet ist, schreiben wir uns auch direkt mal den Namen auf. Und zwar müsste das ja ein Lamborghini STO sein. Also wirklich ein geisteskrankes Auto. Und ich bin auch echt gespannt, wie schnell der Wagen fährt. Ich würde sagen, wir starten hier einfach mal... Perfekt, wir hängen einfach fest. Oh nein, Leute, es geht los. Ich gebe gerade noch kein Gas, wir rollen gerade nur und sind schon bei 100 km/h. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal Gas. Und dann beginnen wir auch direkt mit dem ersten Sprung. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir fahren gerade in Anführungsstrichen nur 210. Also ich weiß nicht, was wir hier falsch gemacht haben. Aber anscheinend ist der Wagen noch nicht freigegeben. Manche Autos noch einfach abgeriegelt. Das heißt, wir haben hier direkt einen Griff ins Klo gemacht, Leute. Aber egal, wir gucken mal, wie weit wir hier mit 212 km/h kommen. Ich meine, das ist halt echt nicht schnell, Leute. Ja, Digga, oh mein Gott, er bremst sogar noch ab. Ja, Bruder, was ist denn das hier für ein Müllauto? Ja, perfekt, das war's komplett. Ihr seht's auch hier eingeblendet, Leute. Das waren gerade mal 570 Meter, die wir hier mit dem ersten Auto geschafft haben. Also keine Ahnung, von welcher Müllhalte dieses Auto hier ist, aber ich wurde einfach mal komplett verarscht. Am Ende ist das irgend so ein Lamborghini-Duplikat aus China, Leute. Aber, ja, egal. Ich würde sagen, wir schnappen uns lieber direkt mal das nächste Auto, weil ich meine, wenn wir es wirklich schaffen, um über die komplette Karte zu springen, brauchen wir auf jeden Fall schnellere Autos. So, Leute, und wir haben hier auch direkt das nächste Auto. Und zwar ist das einfach mal der AMG One. So heißt der, glaube ich. Ist so ein neues Mercedes-Concept-Car. Und sieht meiner Meinung nach übertrieben krass aus. Deswegen, Leute, vergesst nicht zu kommentieren, was ihr denkt, welches Auto es hier über die komplette Karte schaffen wird. Wir starten mit dem nächsten Auto. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall schon viel, viel schneller. Wir sind jetzt schon bei 240. Oh, Leute, es boostet sich vor. Wir waren gerade kurz bei 300. Okay, wir verlieren wieder ein bisschen Geschwindigkeit, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen schneller als der Lamborghini vorher. Ich meine, ich glaube, die werden alle viel, viel schneller, aber manche Autos sind hier leider einfach abgeriegelt in Los Santos. Ich meine, ich musste die ja legal hier kaufen, Freunde, aber ich glaube, das Auto schafft es auf jeden Fall weiter als der Lamborghini, aber es ist... trotzdem nicht so weit. Ihr seht, Leute, 1200 Meter waren das jetzt hier gerade mal. Also ihr seht, wir sind gefühlt immer noch am Anfang. Also ich glaube, wir müssen langsam mal hier echt ein paar bessere Autos ranholen. Aber ich muss sagen, das Auto war auf jeden Fall schon um einiges besser als der Lamborghini. Deshalb würde ich sagen, Leute, springen wir auch direkt rüber zum nächsten Auto. Okay, Freunde, wir sind wieder oben auf der Rampe angekommen mit dem nächsten Auto. Und ich glaube, das Ding könnt ihr schon eine bessere Chance haben. Das ist einfach mal so ein übertrieben krankgetunter Audi R8. Ich glaube, das ist so ein Prior-Auto. Die sind immer meistens richtig krass getuned, also ihr seht auch. Der hat so ein übertrieben krasses Bodykit. Also ich hoffe mal, dass das Ding hier auf jeden Fall jetzt mindestens hier die 300 schafft. Sonst bin ich hier echt enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch schon das 10.000 PS-Auto, Leute. Wir werden es herausfinden und ich glaube, ich merke schon allein an der Beschleunigung, dass das Auto hier viel, viel schneller ist. Ich würde sagen, Leute, wir schnacken nicht lang drum rum. Wir starten mit der Rampe. Und ich würde sagen, los geht's. Oh, wir hängen fest. Junge, fahr los. Jetzt, Leute. Okay. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, er ist viel schneller, Leute. Ihr seht es hier, 330 mittlerweile. Wir bauen hier immer mehr Geschwindigkeit auf. Es ist geisteskrank. Okay, ich glaube, das Auto könnte es echt schaffen, viel weiter zu springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das Auto ist viel schneller. Schaut mal. Lol. Okay, was heißt jetzt viel schneller? Wir sind immer noch nicht ansatzweise über die Karte gesprungen. Okay, also ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, Bro. Also ihr seht es jetzt hier, 2000 Meter sind wir gesprungen mit dem Auto. Aber ich glaube, Leute, die ersten drei Autos waren so die Aufwärmrunde. Ich glaube, aber jetzt geht's richtig los. Ich würde sagen, wir gehen hoch zur Rampe
und testen hier direkt das nächste Auto. Okay, Freunde, wir sind wieder oben auf der Rampe angekommen und hier ist auch das nächste Auto. Und zwar ist das einfach mal, ich glaube, ein Königsegg Cesco oder so heißt der. Ist wirklich ein übertrieben krasses Auto. Ich meine, Königsegg ist ja dafür bekannt, richtig schnelle Autos zu machen. Deshalb, Leute, hoffen wir einfach mal, dass das Auto jetzt hier ein bisschen mehr auf den Tacho bringt. Und kleine Info noch, ich habe ab jetzt in alle Autos auch Nitro eingebaut, damit das hier mal ein bisschen schneller vorangeht. Das heißt, falls wir merken, dass die Autos ein bisschen zu langsam sind, können wir noch aufs Nitro drücken, damit wir hier wirklich einen perfekten Absprung schaffen. Deshalb würde ich sagen, Leute, geht's hier direkt los mit dem nächsten Auto. Und ihr seht, auch ohne Nitro, oh mein Gott. Junge, der ballert richtig krass. Wir sind jetzt schon bei 370. Ich würde sagen, ich drücke jetzt mal noch aufs Nitro, Freunde. Und ihr seht, mit Nitro boosten wir direkt mal auf 600. Junge, das ist richtig krass. Oh mein Gott, Leute. Bro. Okay, Leute, ihr seht, next level, Bruder. Okay, wir drehen uns zwar jetzt gerade so ein bisschen in der Luft, aber wir schaffen es viel weiter. Wir schaffen es gefühlt über die komplette Stadt gerade. Vielleicht noch eine krasse Landung und bam! Lol, einfach auf dem Balkon gelandet, Leute. Digga, wie krass. So, Leute, ich denke, wir haben genug gelabert. Der Königsegg hat auf jeden Fall rasiert. Aber wir sind jetzt wieder direkt oben auf der Mega-Rampe angekommen. Und ja, ihr könnt es schon sehen im Hintergrund. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, Leute, der Königsegg war so krass. Es kann eigentlich nichts Krasseres kommen. Deshalb bleibt uns hier eigentlich nur noch der Rollstuhl übrig. Ja, okay, nein, Spaß beiseite. Ich denke nicht, dass der Rollstuhl hier rasieren wird. Aber vielleicht, Leute, ist es ja irgendwie so ein bisschen auf Psychologie, dass der Rollstuhl hier am schnellsten von allen ist. Okay, anscheinend doch nicht. Egal, wir werden es trotzdem probieren. Ihr könnt ja mal jetzt ein Like da lassen, wenn ihr auf den Rollstuhl getippt habt. Weil wir werden jetzt herausfinden. Wobei, okay, er ist gar nicht so langsam für den Rollstuhl. Aber okay, lasst uns schauen, wie weit wir mit dem Rollstuhl kommen. Wir haben ja auch noch Nitro. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren hier direkt los. Und oh mein Gott, er fährt. Wir fahren 100. Oh mein Gott, Leute, wir machen mal Nitro. Was? Warte mal, mit Nitro schaffen wir... Oh nein, nein. Okay, Leute, ein bisschen verkackt. Ja, ein bisschen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, ihr habt's gesehen. Mit dem Rollstuhl sind wir nicht besonders weit gekommen, weil wir einfach runtergeflogen sind. Aber ich habe im Hintergrund schon direkt das nächste Auto. Und zwar einfach mal einen Bugatti Veyron, Leute. Das Teil soll ja mit eins der schnellsten Autos auf der ganzen Welt sein. Beziehungsweise eins der schnellsten zugelassenen Autos. Und ich meine, mit dem Königsegg sind wir ja irgendwie, ich glaube, so 7000 Meter oder so gesprungen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der Bugatti weiterkommt. Hier auf der Mega-Rampe. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn wir zu schnell werden, wir unten aufsetzen werden. Deswegen habe ich zur Not auch noch eine zweite Rampe installiert. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, wie weit wir hier mit der Rampe kommen. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit dem Bugatti. Lasst mal ein Like da, Leute. Es geht los. Wir fetzen hier auch direkt Nitro. Und ihr seht, wir kommen hier mit Nitro auf 450 km/h. Was, glaube ich, nicht ganz so schnell ist wie der Königsegg. Wo ich gerade auch ein bisschen enttäuscht bin, Junge. Ich habe gedacht, der Bugatti ist schneller. Aber egal, wir fetzen hier voll Nitro, Leute. Und schauen mal, wie weit wir kommen und... ja, ich glaube... Ja, ja, okay. Es ist... Oha! Ja, okay, Junge! Er war ja mal komplett schlecht. Ey, Bugatti, Junge, du hast uns gerade voll enttäuscht. Junge, du kleiner 31er, ich hab gerade, du bist schnell. Siehst schön aus, Junge, aber nichts unter der Haube. Also ihr seht, Leute, Königsegg auf jeden Fall schneller als ein Bugatti hier in GTA. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ich würde sagen, an alle, die dachten, dass der Bugatti der schnellste ist, ein dickes F für euch. Aber wir haben noch einen zweiten Bugatti, der auch hoffentlich schneller ist. Egal, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück auf die Rampe. Let's go. So, Freunde, wir sind wieder oben auf der Rampe. Und ihr seht, als nächstes haben wir einfach mal ein übertrieben heftiges Auto. Und zwar einfach mal einen Formel 1 Rennwagen von Mercedes. Ihr wisst ja, so Formel 1 Autos sind übertrieben schnell. Nur ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier ein bisschen Probleme bekommen, weil der halt einfach übertrieben lang und vor allem auch übertrieben tief ist. Es könnte halt sein, dass wir vorne auf der Rampe aufsetzen. Deswegen, ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir das Teil... Ja, perfekt. Ihr seht, wie lang das auf einmal ist. Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen modifizieren. Wartet mal kurz. So, Leute, ihr seht, ich habe jetzt das Vorderteil mal abgebaut, damit wir hier nicht vorne aufsetzen. Es wird zwar trotzdem ein bisschen grittig,
hektisch, weil wir halt übertrieben tief sind. Aber vielleicht schaffen wir ja jetzt die 8000 Meter Marke und sind damit weiter als der Königseck. Aber ihr seht hier schon, wir sind hier komplett am Aufsetzen, ne? Aber egal, ich würde sagen, lasst uns losfahren mit dem Formel 1 Rennwagen! Wir ballern hier Nitro und ihr seht, oh mein Gott, Leute, 1000 km/h! Okay, Leute, es ist übertrieben schnell. Oh, oh mein Gott, nein! Ihr habt's gesehen, wir sind aufgesetzt. Nein! Junge, wir waren so schnell. Wir hätten damit locker Rekord gebrochen, aber wir sind hier einfach aufgesetzt, weil wir so schnell waren. Okay, warte, wir probieren es noch ein zweites Mal, Leute. Hier, aber ihr habt es gesehen, auch mit Nitro, wie schnell wir waren, ne? Okay, ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt einen zweiten Versuch. So, wir sind jetzt gerade ohne Nitro. Da sind wir halt nur 360 km/h. Ich würde sagen, wir boosten uns mal ein kleines bisschen hoch. So auf 500. Wir setzen dich auf jetzt nochmal voll Nitro und... Oh mein Gott, Leute, das war ein sehr, sehr guter Sprung. Ey, komm schon, wir müssen es weiter schaffen als der Königseck. Und ich glaube, Leute, wir fliegen weiter. Ihr seht, da unten ist das Haus gewesen vom Königseck, wo wir gelandet sind. Wir schaffen es weiter. Let's go! Bam! Wir haben 8900 Meter geschafft, Leute. Und damit sind wir bisher am weitesten gekommen. Ich zeig's euch auch mal auf der Karte. Wir sind eigentlich wirklich am Stadtende angekommen. Das heißt, ja, wir sind nicht ganz bei der Hälfte. Ich glaube, die Hälfte ist ungefähr hier so. Aber ich denke, mit dem nächsten Auto könnten wir es auf jeden Fall schaffen. Aber Respekt dafür, dass wir so weit gekommen sind mit dem Formel 1 Wagen. Ich bin echt gespannt, was jetzt noch schneller sein soll. Okay, Leute, wir sind wieder auf der Mega-Rampe angekommen. Und ihr seht, als nächstes haben wir hier einfach mal so ein AMG Future Car. Digga, gönnt euch mal diese Reifen. Also passt auf, es gibt zwei Optionen. Entweder das Ding ist geisteskrank schnell oder es ist irgendwie arschlangsam, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das mit diesen komischen Reifen so schnell sein soll. Deswegen, ich würde sagen, wir gucken mal. So, okay, ich sitze jetzt im Auto und ich höre schon, es ist ein Elektroauto. Was mich gerade ein bisschen zurückschreckt, weil ich glaube, das Auto wird nicht so schnell sein, wie es aussieht. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal. Es sieht ja auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Aber wir... Na, okay, Bro. Ich glaube, es ist übertrieben. Ja. Also von Werk aus ist es echt langsam. Gerade nach 180. Ich würde sagen, wir boosten das Auto nochmal hoch mit Nitro. Da schaffen wir so 600 und... Oh, ja, also mit Nitro konnten wir hier auf jeden Fall... Leute, ja, wie mein Po einfach hinten rausguckt. Also wir konnten hier einiges rausholen. Aber Nitro macht das Auto halt nicht besser, Leute, ne? Ihr seht, wenn das Auto an sich schlecht ist, dann ist es halt schlecht. Und ihr seht, wir haben damit jetzt hier 5700 Meter geschafft. Ist auf jeden Fall schlechter als der Königseck und als das Formel 1 Auto. Also damit aktuell Platz 3. Ja, hätte man sich aber auch denken können. Ich würde sagen, Freunde, wir kommen direkt zum nächsten Auto. Wir müssen es jetzt hier mal langsam über die Karte schaffen. Okay. Hey, ihr seht es, wir sind wieder auf der Rampe und ihr seht, als nächstes haben wir einfach mal so einen Audi RS Q8 ist es, glaube ich. Und ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. Das könnte vielleicht das 10.000 PS Auto sein. Ich meine, die meisten werden jetzt sagen, ja, es ist ein SUV, der ist bestimmt nicht so schnell. Aber der sieht irgendwie so richtig krank illegal getuned aus. Ich meine, er hat einfach so rote Lichter. Dann hat er einfach so eine Motorglashaube da vorne. Die Scheiben sind einfach wirklich dunkelschwarz, man sieht gar nichts. Und auch der Auspuff sieht ein bisschen illegal aus. Und ja, ihr seht, Leute, und oh! Digga, das hat eine geisteskrank schnelle Beschleunigung, Bro. Digga! Also ich glaube, Leute, das könnte vielleicht das 10.000 PS Auto sein, ich weiß es nicht. Wenn es 10.000 PS hat, müssten wir es bis ans Kartenende schaffen. Egal, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, Leute. Wir gucken, dass wir hier drüber kommen. Ihr seht, und es geht los. Und es geht los. Wie schnell fahren wir? Was? Guck mal. Mit Nitro. Mit Nitro. Wir sind wieder mal über 1000 km/h. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Bro. Bro. Oh mein Gott. Ihr habt gesehen, mit Nitro, das Auto ist freigegeben. Wir waren über 1000 km/h. Aber der Absprung war ein bisschen schlecht, Leute. Ja. Nein. Ah, Leute, 6900 Meter nur, das gibt's nicht. Okay, Leute, wir sind wieder auf der Mega-Rampe angekommen. Und ihr seht schon, wir haben hier direkt diesmal drei Autos stehen. Und zwar sind das die letzten drei Autos, die übrig sind. Alle anderen Autos haben wir schon durch. Und wir müssen uns jetzt quasi zwischen diesen drei Autos entscheiden, beziehungsweise entscheiden, welches wir als erstes nehmen. Und das Ding ist, Leute, eins von diesen drei Autos muss das 10.000 PS-Auto sein. Die Frage ist nur, welches ist es, Leute? Wir haben zum Beispiel links so einen Bugatti Bowlight.
Das ist, glaube ich, das Superheldenauto von Superman auch gewesen, was auf jeden Fall geisteskrank schnell war. Aber ich habe in Erinnerung, es ist auf jeden Fall nicht so schnell, dass ich sage, dass es 10.000 PS hat. Das heißt, entweder es ist hier dieser BMW, der sieht halt auch böse aus. Der ist halt wahrscheinlich geisteskrank illegal getuned und ist auch übertrieben groß im Vergleich. Das könnte halt actually das 10.000 PS Auto sein. Oder halt hier dieser Lamborghini Roadster oder wie er heißt. Ist ein Cabrio. Das könnte ja auch sein. Ich würde sagen, Leute, wir nehmen einfach mal als allererstes jetzt hier den Bugatti Bowland, würde ich sagen. Weil hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es nicht das 10.000 PS Auto ist. Aber vielleicht schaffen wir es damit trotzdem, die Rampe zu überqueren. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir positionieren hier das Auto. Ihr könnt es euch nochmal anschauen. Es sieht auf jeden Fall geisteskrank böse aus. So ein richtiges Batmobil irgendwie. Und ich glaube, das hat sogar von Standard aus auch Nitro installiert. Das heißt, ich würde sagen, Leute, wir gehen nach unten und schauen mal, ob wir es damit schaffen, die Karte zu überqueren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal normal und boosten erst am Ende mit Nitro. Und ihr seht, auch das Auto ist leider wieder abgeriegelt ohne Nitro bei 273. Wir boosten voll mit Nitro. Und ihr seht, der Absprung war halt klasse. Der Absprung war richtig gut. Okay, wir boosten ein bisschen nach, Leute. Digga, ihr seht, okay, Nitro ist leider jetzt alle. Aber ihr seht, wenn das Auto leicht ist und wir einen guten Absprung schaffen, zack, können wir es hier easy schaffen. Und ihr seht, 13.000 Meter, 14.000 Meter jetzt hier mit dem kleinen Nachflug. Und damit auch neuer Rekord. Ihr habt es gesehen auf der Karte. Wir sind jetzt, glaube ich, auf jeden Fall über die Hälfte damit gekommen. Ihr seht die komplette Karte. Wir sind quasi von hier bis hier hoch jetzt gesprungen mit dem Auto. Was geisteskrank ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Man muss sich das Nitro halt auch ein bisschen einteilen, weil wir haben auf jeden Fall nicht unendlich Nitro. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir oben auf der Rampe angekommen sind. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder auf der Mega-Rampe angekommen. Ihr seht, die letzten zwei Autos sind übrig. Und ja, jetzt ist die Frage, welches der beiden Autos ist das 10.000 PS Auto? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist dieser BMW, weil er ist auch irgendwie so überdimensional groß und auch er sieht irgendwie so illegal aus. Ich würde trotzdem jetzt einfach mal sagen, wir nehmen hier zum Abschluss nochmal das Auto, damit wir auch einfach alle Autos durch haben. Vielleicht ist ja auch das ein 10.000 PS Auto, man weiß es nicht, weil das hat auch auf jeden Fall eine ganz gute Beschleunigung, würde ich jetzt einfach mal sagen, egal. Ich würde jetzt einfach sagen, Leute, wir geben Gas und schauen, wie weit wir hier mit dem Lamborghini Roadster kommen. Wir geben hier Vollgas und ja, oh mein Gott, es fährt ohne Nitro schon 330, was ganz gut ist. Ich würde sagen, wir boosten ein bisschen. Okay, er ist bei 499 abgeriegelt. Was? Wir wurden einfach abgezogen, Leute. Hä? Okay, hätte ich echt nicht gedacht. Guckt euch das an. Was ist das denn? Hä? Das war einfach abgeriegelt bei 500 hier. Hä? Was? Wir haben gerade mal 4.800 Meter damit geschafft. Ja, okay. Also hat mich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, jetzt wissen wir ja, welches Auto hier die 10.000 PS hat. Und deswegen würde ich sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, für welches Auto ihr euch am Anfang entschieden habt. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns rausfinden, ob es das 10.000 PS Auto wirklich schafft, die komplette Karte zu überqueren. Weil ich meine, wir sind vorhin bis hierhin gekommen. Das heißt, das ganze Stück hier müssen wir noch schaffen. Das heißt, wir müssen noch über den See drüber springen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gehen soll, aber egal, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir oben auf der Rampe angekommen sind. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind auf der Mega-Rampe angekommen und ihr könnt es sehen, das letzte Auto, was übrig geblieben ist, ist einfach dieser BMW hier, als wenn das jetzt das 10.000 PS Auto sein soll. Wir machen erstmal einen Soundcheck. Ja, also hört sich jetzt nicht besonders... Bro. Okay, warte mal. Allein diese Beschleunigung hier ist schon... Oh. Also ihr habt es gesehen, Leute. Das Auto hat wirklich schon eine gute Beschleunigung. Aber keine Ahnung, ob es ausreicht, hier die komplette Karte zu überqueren. Aber vielleicht hat es halt unendlich Nitro eingebaut. Dann wäre es an sich machbar. Ich würde sagen, Leute, lasst uns nicht lange um den heißen Brei schnacken. Wir werden jetzt die Mega-Rampe runterfahren. Und hoffentlich werden wir es schaffen, die ganze Karte zu überqueren. Ich würde sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir starten in 3, 2, 1. Let's go, Ladies and Gentlemen, das war ein sehr guter Start. Aber egal, wir geben hier trotzdem Vollgas und ihr seht es, das Auto ist komplett am Durchdrehen. Komm schon, 1500! Nein! Okay, wir holen einfach mal jetzt nicht ganz zu viel Ablauf. Komm, allerletzter Versuch jetzt. Komm, direkt von hier jetzt.
mit Nitro, Leute. Es muss ausreichen. Komm. Ja, 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 ja. Komm schon. Wir haben noch Nitro auf jeden Fall. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir uns hier aufhören zu drehen. Ja, komm, 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 komm. Jetzt Nitro. Okay, wir sind noch sehr weit oben. Wir könnten es schaffen, Leute. Wir könnten es schaffen. Ja, komm schon. Bitte, Leute. Oh mein Gott. Okay, Amount Shared vorbei. Ey, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja. Haben wir es geschafft? Digga, ich glaub's nicht. Leute, wir haben es einfach geschafft. Ihr seht es, wir sind hier ganz am Ende. Wie haben wir das gemacht? Das ging so schnell auf einmal. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir sind hier einfach am Mount Shared vorbei. Wir sind das ganze Stück hier gesprungen. Nochmal, die Rampe ist hier unten, Leute. Und wir sind das ganze Stück bis hier hoch gesprungen. Aber okay, Leute. Herzlichen Glückwunsch an alle, die von Anfang an auf den BMW getippt haben. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Bock auf so Rampenvideos habt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.